So, dann sollte der Stream jetzt starten, denke ich. Warte mal eben noch kurz ein bisschen, bis sich das hier alles aktualisiert hat. Gut, also zunächst erstmal hallo alle zusammen. Ich bin der Christoph. Viele nennen mich, kennen mich auch unter Chris oder halt diese anderen Usernamen, die ich dann benutze online. CTN oder YenBM, wie sie auch alle heißen, ne? So, ja, ich selber, ich bin halt, wie ein paar von euch jetzt wahrscheinlich auch mittlerweile schon wissen, 2D-Animator und ich arbeite halt aktiv in der Industrie. So, und ja, zu den Titeln, die an denen ich gearbeitet habe, sind wir zum Beispiel am Chainsaw Man Opening. Ich hatte dann bei One Piece an 4 Folgen mitgearbeitet, 1004, 1015, 1017 und 1027. Dann hatte ich an 2 Fate/Grand Order-Filmen gearbeitet, One Punch Man Season 2, Sword Art Online, ja, The Orbital Children, das kann man sich auch noch auf Netflix ansehen. Und. Auf jeden Fall, einiges kommt da zusammen. Und ja, ich möchte heute halt einfach mal euch so eine Richtung geben, beziehungsweise erklären, wie ich das überhaupt geschafft habe, so jetzt in diese Situation zu kommen. Und ja. Ich hoffe, dass der Stream helfen wird. Tut mir leid, ich bin etwas nervös, weil auf Deutsch zu streamen ist irgendwie ein bisschen anders für mich, ein bisschen komisch, weil ich so sehr daran gewöhnt bin, mich auf Englisch zu streamen und dann stellt man sich auch ein bisschen anders auf das alles ein. Gut. The stream will not be in English. The stream will only be in German. Just saying right away. So, if you're not German, I apologize, this is German exclusive. Okay, also wir fangen mal an jetzt mit den Thematiken, die ich halt in der Beschreibung aufgelistet habe. Wie fange ich an, so, wo fange ich an? Zunächst einmal das erste Problem, das hatte ich dann auch schon bemerkt, als ich 16 war. Damals hatte ich schon angefangen mit so Strichmännchen und so weiter mit der Animationssoftware Pivot Stick Figure Animator rumzuspielen. Mit 14 war das ungefähr und dann mit 16 habe ich mich dann gefragt, hey, wäre es nicht vielleicht irgendwie möglich, an Anime zu arbeiten? Und ich fand Anime damals halt so spannend als Kind und ich fand die Kämpfe, die haben mich halt so, ich sag mal, gepackt, sage ich mal, zum Beispiel bei Naruto oder so, wenn man an die Schulenexamen oder so zurückdenkt. Da sind ja teilweise Animationsteile dabei, zum Beispiel der Kampf gegen Orochimaru mit Sasuke, wo der sein Sharingan erwacht. Oder der Kampf von Gaara gegen Rock Lee. Oder wo Naruto auf Sasuke später aufeinandertreffen bei dem Fluss da. Diese ganzen Fights waren ja teilweise extrem stark und hatten auch extrem so eine emotionale, ich sag mal, Tiefe dabei. Und dann dachte ich bei mir, boah, stell dir mal vor, ey, ich könnte mir sowas später ausdenken und sowas animieren. So. Ich könnte mir so Charaktere ausdenken oder Charaktere nehmen und die dann aktiv animieren und dann vielleicht sogar in so einer Serie beitragen. Damals als Kind hat man natürlich auch nicht gedacht, dass es das irgendwie geht. So, dann dachte ich mir so, ja, ich habe immer so getagträumt, sage ich mal. Und ja, dann, keine Ahnung, wusste ich aber auch nicht so wirklich mit meinem Leben anzufangen, weil es wird ja auch nirgendwo hier in Deutschland angeboten. So, was machst du dann, ne? Also zunächst einmal habe ich dann erstmal eine Ausbildung gemacht. Dann habe ich dieses Strichmännchenzeug dann erstmal so ein bisschen links liegen gelassen. Dann dachte ich mir so, okay, ja, keine Ahnung, ey. Wie soll das jetzt hier weitergehen, wenn ich meine Ausbildung fertig habe? Und wie mache ich das auch gar nicht so gern? Nach meiner Schlosserausbildung bin ich dann hingegangen, habe dann irgendwie 3D gelernt. Und bei 3D ist mir dann halt aufgefallen, boah, das ist überhaupt nichts für mich. Ich möchte doch lieber 2D lernen. So, und dann habe ich mich halt quasi, sag ich mal, auf die Reise begeben und dann gesagt, okay, ich möchte mir das jetzt selber beibringen. So, aber jetzt ist die Frage, wie wollt ihr da jetzt dran gehen? Das ist ja jetzt so meine Geschichte gewesen. Und meine Geschichte ist natürlich komplett anders als die eure. Und für euch ist es natürlich dann jetzt auch für den einen oder anderen noch nicht mal so einfach, weil ihr neben Schule, Sport, Freunde und so weiter dann ja auch nicht immer sofort die Zeit habt, ne? Und da möchte ich auch schon von vornherein sagen,
die Zeit, wenn ihr das wirklich machen wollt, müsst ihr euch natürlich auch die Zeit nehmen, dann das lernen zu wollen. Und natürlich, es kommt darauf an, wie tief euer Ziel ist, so wie, wohin ihr gehen wollt, so sage ich mal, ne? Ob ihr dann wirklich hingehen wollt und dann vielleicht für ein Studio arbeiten wollt oder ob ihr dann doch nur einen eigenen Kurzfilm machen sollt oder vielleicht nur kleine Videos wie Storytime oder irgendwas erzählerisch, so eine Doku oder so machen wollt. Es kommt natürlich auch ganz drauf an, in welche Richtung ihr euch da weiterentwickeln wollt, ne? Die Ehe ist trocken. Genau das ist halt das Problem. Das ist ja auch genau das, was ich damit anspreche. Und das möchte ich auch mit dem Stream hier vielleicht ein bisschen ändern, auch wenn es nur so ein, sag mal, kleiner Funken ist oder so, aber das dann schon mal ein kleines Lebenszeichen im Bereich Animation hier in Deutschland in die Richtung dann auch geht. Natürlich, Animation in Deutschland gibt es natürlich, wenn man an 3D denkt, und es gibt natürlich auch ein paar Schulen, die sowas mit 2D unterstützen, wie zum Beispiel, ich glaube, die Filmakademie da in Stuttgart, Baden-Württemberg, ich weiß es nicht. Ich meine, der IHABO geht da zum Beispiel zur Uni und der macht auch seinen eigenen Kurzfilm, so, aber das ist halt trotzdem nicht wirklich komplett Anime. Also der ist natürlich sehr zielgerichtet und hat sich sehr von der Pipeline natürlich viele Informationen aufgesaugt und ja auch für sich aktiv genutzt, aber das ist halt nicht wirklich ja komplett, sag mal, japanisch Anime, so wirklich so Produktionsstandard, sondern das ist eher so persönlich Anime. Anime ist eigentlich nur Begriffe, Animation an sich. Dementsprechend ist es halt sehr universal benutzbar. Aber wir wollen das jetzt mal, keine Ahnung, so differenzieren, ne? Also im Endeffekt macht er halt trotzdem noch produktive, professionelle und gute qualitative Arbeit. So, und potenziell könnte er halt wahrscheinlich auch an Anime arbeiten, wenn er wollte, denke ich mal. Also ich glaube schon, dass er die Grundlagen so damit eigentlich schon mitbringt. Na gut, wir wollen jetzt nicht über IHABO reden. Wir wollen jetzt wirklich jetzt auf die Thematiken eingehen. Das war jetzt erstmal so die Einführung. So, und ja. Gut, ich bin erstmal schon dankbar, dass ihr alle auf jeden Fall da seid. Das möchte ich auf jeden Fall auch von vornherein weg sagen. Ich finde das cool, dass sich echt so viele schon mittlerweile so hier gesammelt haben. Natürlich sind ein paar englische Leute dabei. Ich hoffe trotz allem, dass denen das nichts ausmacht, dass ich hier auf Deutsch spreche, auch wenn die das jetzt gerade nicht so verstehen, natürlich. Und ja, dann legen wir mal los. Also wir wollen erstmal anfangen mit der Grundlage, was eigentlich ist überhaupt 2D-Animation? Wie kann man sich das vorstellen? Wie wird das gemacht? Und um es jetzt mal ganz blöd auszudrücken, Animation an sich ist halt, du machst Daumenkinos. Im Endeffekt, du malst auf eine Seite, sage ich mal, dann hast du hier, ich sag mal hier, das ist jetzt mein Bild Nummer 1 und jetzt sage ich mal, lege ich ein weiteres Blatt von oben herauf, ne, und mal dann mein nächstes Bild. Und dann wäre das Bild Nummer 2. Und durch diese Bilder, die dann, ich sag mal, sich in dieser Perspektive und so weiter, also Perspektive in Anführungsstrichen, die Perspektive musst du ja natürlich als Künstler quasi mit einbeziehen. Wir möchten natürlich dann unsere Figur innerhalb dieser Bilder dann bewegen. Und wenn diese Figuren quasi mit ihren Posen gemalt worden sind, entsteht halt die Illusion der Bewegung. Das heißt, ich sag mal, ich reihe jetzt mehrere Posen aneinander und dann sieht das so aus, als ob sich das bewegen würde. Ne? Wie ihr jetzt zum Beispiel auf meinem Screen sehen könnt, ich gehe jetzt hier gerade durch die Frames, dann das ist eine Animation, an der ich noch arbeite. Das sind jetzt ein paar von den Cleanup-Frames. Vielleicht überarbeite ich das eine oder andere noch oder fix das noch, weil zum Beispiel die Consistency oder so nicht ganz so klappt. Aber ja, so viel dazu. Consistency ist die konsistent so der Charakter an sich bleibt. Also nicht, dass der jetzt anfängt so rumzuwabbeln oder dann sich in alle Richtungen deformiert. Das ist nicht mehr der Begriff. Ich wollte jetzt nicht zu viele Fremdworte hier benutzen. Auf jeden Fall, das ist halt das Daumenkino, wie gesagt, du blätterst quasi von einem Bild auf das nächste und wenn du halt schnell genug blätterst und die Posen abgespielt werden, bekommst du die Illusion der Bewegung. Das ist eigentlich nicht, mehr ist Animation eigentlich nicht. Das heißt, wenn du quasi hingehst und du machst dein erstes Daumenkino, bist du im Endeffekt ein Animator. Du kannst dich dann offiziell aktiv als Animator bezeichnen. Nur halt mit dieser einen Erfahrung, die du gemacht hast. Ne?
Aber im Endeffekt, dadurch, dass du halt eine Animation gemacht hast, ist es legitim, wahrscheinlich sich einen Animator zu nennen. Ja, so. Nun ist die Sache, dass Animation in dem Rahmen sich natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt hat und nicht immer nur alles auf Blatt Papier gemacht werden. Heutzutage gibt es halt natürlich viele Softwares und dann hat man zum Beispiel, wie jetzt ich, die Software Clip Studio Paint X. Aber es gibt dann halt noch andere Sachen, wie zum Beispiel Blender. Blender ist momentan auch total in. Und ich sage auch, das ist auch eine der Software, die in der Zukunft auch immer mehr und mehr dann auch in der Industrie genutzt werden und vertreten sind. Also die wird schon, Blender wird jetzt schon ganz aktiv genutzt in der Anime-Industrie. Ihr seht ja halt echt viele Arbeiten, wo vielleicht ein 3D-Background oder so ist oder ein 3D-Gundam oder eine 3D-Figur, also irgendein 3D-Model von irgendeinem Objekt oder so, was wahrscheinlich einfach echt komplex zu zeichnen ist, aber auch relativ statisch und dementsprechend dann halt ist es dann natürlich dann da ein bisschen effektiver, das 3D dann natürlich auch zu nutzen. So, Blender gibt natürlich dann aber auch noch die Möglichkeit, dass man mittlerweile da halt auch in 2D animieren kann. Das heißt, dass du im Endeffekt sogar deine Arbeiten über Blender quasi einreichen kannst. Also deswegen ist Blender momentan so auch auf dem Trip. Die Software wird halt auch andauernd weiter geupdatet und neue Funktionen kommen dazu. Und man macht sich natürlich auch echt viele Gedanken darüber. Den Grease Pencil, also so heißt das, das Tool quasi, mit dem man auf 2D im Blender zeichnen kann, dann weiterzuentwickeln. Also ist zum Beispiel auch eine ziemlich gute, also Blender ist auf jeden Fall eine echt starke, extrem starke Software. Dann Macromedia Flash 8 ist eine ganz alte Software. Eigentlich ist der, ich glaube, die Lizenz, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch irgendwie aktiv sind oder so. Auf jeden Fall ist Adobe ja generell so eine Sache. Aber Macromedia Flash kann man sich eigentlich relativ einfach, zwar nicht auf legalerweise holen, aber es ist halt trotzdem eine echt starke Software, die auch aktiv von vielen Menschen noch, also von vielen Animatoren auch teilweise noch genutzt werden. Da hat man unter anderem zum Beispiel den Österreicher Bahi JD, der das nutzt, oder zum Beispiel Animator wie aufsteigende Sterne wie dieser Weilin Zhang, oder ich weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht. Ich hoffe, der verurteilt mich nicht dafür. Ist auf jeden Fall ein ziemliches Genie, auch starker Animator. So, das sind auf jeden Fall, ich sag mal so, drei ziemlich starke Softwares, die in der japanischen Industrie dann auch genutzt werden. Dann gibt es dann halt noch OpenTunes und TV Paint. Die sind auch legitim natürlich. Kann man auf jeden Fall auch versuchen oder ausprobieren. Von Krita habe ich jetzt in dieser Industrie noch nicht viel gehört oder nicht so viel gesehen, ob man das wirklich dafür nutzen sollte. Aber Krita an sich ist mittlerweile auch eine ziemlich starke Animationssoftware, soweit ich weiß. Hat sich auf jeden Fall auch weiterentwickelt, glaube ich. Und es gibt auch viele Leute, die damit echt gute Produkte raushauen. Also ist definitiv auch eine starke Software. Ich empfehle euch, die Software auf jeden Fall mal nachzuschlagen und mal zu gucken. Clip Studio Paint X kostet Geld. Der Rest, bis auf TV Paint, glaube ich, eher nicht. Es gäbe halt noch die Variante OpenTunes, aber Toonboom. Aber die Software ist, glaube ich, echt extrem teuer, also die Lizenz auch so dafür zu bekommen. Also ich empfehle auf jeden Fall die anderen Varianten. Es gibt natürlich auch primitivere Animationssoftwares, also besonders für denjenigen, der jetzt denkt, so, okay, ich möchte das erstmal nur aus Spaß ausprobieren oder dann vielleicht in meiner Freizeit mal auf dem Handy oder so machen, dann gibt es da so Softwares wie Flipperclip zum Beispiel. Flipperclip ist ziemlich einfach zu benutzen, da sind jetzt auch nicht ganz so viele Tools und dergleichen, aber hat schon ein relativ weites Spektrum. Empfehle ich auf jeden Fall auch sehr. Kann man auch halt drin malen und so weiter. Ich denke mal, mit dem Stylus ist man da gut bedient. Procreate kann man mit animieren, falls du ein iPad oder so hast, empfehle ich dir auf jeden Fall Procreate auszuprobieren und dann mit einem Apple Pencil zu zeichnen und zu animieren. Wenn du generell gerne mit dem iPad zeichnest, dann empfehle ich das auf jeden Fall. Und ich glaube, dann haben wir großteils der Software so in dem Bereich dann erstmal so durch. Natürlich gibt es halt noch weitere Animationssoftwares, die dann zum Beispiel eher dann auf Strichmännchen oder sowas bezogen sind, wie Pivot Stick Figure Animator. Wie gesagt, das ist die Software, mit der ich begonnen habe. Damals als Kind so, womit ich damit rumgespielt habe, mehrere Jahre lang.
Aber im Endeffekt lernst du leider mehr dadurch, indem du halt doch wirklich die Charaktere komplett auszeichnen kannst und auch die in der Perspektive und so weiter schon bewegst. Weil wenn du halt nur Strichmännchen oder Puppen da bewegst und das halt dann nur auf einer 2D-Ebene, ist der Lerneffekt leider nicht so krass. Und ich denke mal, auf Dauer so erreicht man irgendwo so sein Limit. Auf jeden Fall war das Gefühl, was ich hatte, nachdem ich Pivot Stick Figure Animator wirklich sage und schreibe 10 Jahre genutzt habe. So. Und dann halt auch wirklich zum Glück den Sprung gemacht habe auf Flash und dann zu Clip Studio Paint. Also das sind, wie gesagt, die Softwares. Die empfehle ich euch auf jeden Fall mal reinzugucken. Die Software, die ich jetzt gerade, wie gesagt, offen habe, ist Clip Studio Paint. Das Interface sieht echt viel aus momentan. Es sind viele Sachen. Aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt oder so, dann ein bisschen damit auseinandersetzt, dann kommt man damit auf Dauer dann auch klar. Leider sind da viele Hotkeys und Tools, die man teilweise ein bisschen customizen muss. Das heißt, die muss man sich selber, ich sag mal, bereitstellen und die Sachen dann, also beziehungsweise du, manche, zum Beispiel Hotkeys oder so, die musst du dann customizen in Deutsch. Ja, ich sag mal, zusammenstellen, beziehungsweise für dich einstellen, so dass du in der Software komfortabel dich bewegen kannst und ich sag mal, auch relativ zügig, ich sag mal, dann dich bewegen kannst. Nicht, dass du die ganze Zeit nach dem einen oder anderen Fenster suchst oder dergleichen. Ne? Aber wie gesagt, das kommt mit der Zeit, umso länger man die entsprechende Software benutzt und umso komfortabler wird man dann natürlich auch damit. Ne? Der Stream an sich wird wahrscheinlich knapp 2 bis 3 Stunden. Also ich denke mal spätestens 10 Uhr oder so möchte ich eigentlich auch aufhören. Und ich hoffe, dass ich dann wirklich großteils der Themen dann abgearbeitet habe, beziehungsweise nicht abgearbeitet, aber dann so erläutert habe, dass die halt relativ verständlich sind. So, ja. Also. Wie gesagt, Nummer 1 wäre dann 2D, was 2D-Animation, im Endeffekt Daumenkinos quasi, man flippt die Bilder und dadurch entsteht eine Illusion. Softwares, wie gesagt, habe ich aufgelistet, ich habe über jede Software ein bisschen was gesagt, ich habe die Großteil der Softwares auch alle einmal ausprobiert, wie gesagt, und ja, guckt mal, mit welcher Software ihr dann komfortabel werdet oder ihr euch komfortabel machen möchtet. Empfehlenswert sind natürlich halt Clip Studio Paint X, kostet aber leider Geld, dementsprechend zeichnet erstmal eine Weile und guckt erstmal, dass ihr wirklich so auch Spaß habt am Zeichnen, bevor ihr die Investition für euch machen wollt. Ne? Also, dass ihr das wirklich auch dann für euch dann sagt, okay, ich möchte in die Richtung gehen oder ich möchte das halt auch regelmäßig für mich machen, weil ich das wirklich gerne mache oder auch, weil das halt auch einfach irgendwo vielleicht auch dein Traum ist, je nachdem, ne? Dann empfehle ich auf jeden Fall Clip Studio Paint X zu kaufen. Es ist auch oft im Sale, das heißt, das sind oft Sonderangebote. Und man muss auch nur einmal bezahlen quasi, wenn man das für Windows holt. Wenn du es fürs iPad holst, ist es leider ein monatliches Abonnement. Und leider kannst du natürlich auch die gleiche Seriennummer vom iPad nicht für Windows benutzen und umgekehrt. Ne? Also da muss man sich das leider ein zweites Mal kaufen. Okay. So viel dazu. So, die Sache ist jetzt, okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, was eine 2D-Animation ganz grob ist. Wir wissen jetzt ungefähr, dass es bestimmte Softwares gibt, mit denen man das halt am Computer machen kann. Natürlich empfehle ich euch natürlich auch ein Grafiktablett zu bekommen. So, man bekommt für 60 Euro eigentlich schon ein relativ gutes. Ist auch eine Investition und ich weiß, als Schüler zum Beispiel hat man jetzt nicht unbedingt das Geld sofort, ne? Oder man müsste halt irgendwie seine Eltern anpumpen und wer weiß, wie gut die Eltern auf einen zu sprechen sind. Dann ist halt natürlich auch so eine Sache, aber ich denke mal, wenn ihr euch ein bisschen benehmt, ein bisschen lieb seid, vielleicht mal zwischendurch Gartenschuffeln helft oder vielleicht mal, was weiß ich, auch ein Opa dann was ich nach Hause bringt oder so mit dem Auto, keine Ahnung, dann sind eure Eltern vielleicht auch bereit, dann auch was für euch zu machen. Ne? Also
Oder du fängst halt an zu arbeiten, zu jobben, ne? Kannst du ja auch. Das wäre natürlich auch gut, dann kannst du dir halt auch die ganzen Tools holen. Also so habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich habe dann einfach weitergearbeitet und habe mir das dann halt, also den ganzen Rest in meiner Freizeit dann beigebracht und habe dann Stück für Stück dann quasi in mich rein investiert, weil ich das halt wirklich für mich machen wollte. Zu der Frage von Soshigasmic, was der Unterschied ist zwischen Clip Studio Paint und Clip Studio Paint X. Der Unterschied ist einfach, dass Clip Studio Paint X ist teurer, weil es einfach mehr Funktionen, mehr Tools hat. Das heißt, du kannst in dem normalen Clip Studio Paint, beziehungsweise auch in der Pro-Version, nicht länger Animationen machen als 24 Bilder. Das heißt im Endeffekt, dass du dann nur limitierte Nutzung leider bei Animationen hast. Und X ist quasi dann für Animationen mit ausgerichtet. Und man muss leider dafür dann ein bisschen extra bezahlen. Aber man hat die Möglichkeit, auch alles dann wirklich ohne Probleme nutzen zu können. Gut. Ja, es tut mir leid für mein Mikro nebenbei. Also es kann gut sein, dass der Sound manchmal ein bisschen daneben ist. Ich hoffe, dass trotzdem alles gut verständlich ist. Und falls irgendwie Fragen oder Unklarheiten sind, könnt ihr auch nachher einfach in den Chat schreiben, ne? Das mit den Zeichenskills und so weiter, dazu kommen wir jetzt quasi. Die Sache ist jetzt, Animation an sich ist eigentlich wesentlich komplizierter, als man glaubt, weil wenn man natürlich den zeichnerischen Aspekt noch mit einbezieht, gibt es da viele Dinge, die zu beachten sind. Zunächst einmal muss man erstmal generell so überhaupt eine Grundidee darüber bekommen, wie der menschliche Körper quasi aussieht, ne? Also wie zum Beispiel Anatomie und dergleichen funktioniert, ne? Ich gehe jetzt natürlich hin und alles, was ich jetzt hier zeige auf dem Screen, ist alles grob vereinfacht, schnell gemalt, etc. Gut, in Animation braucht man natürlich jetzt nicht super realistisch sein. Das heißt, du kannst die Charaktere sehr einfach halten und du kannst mit einfachen Formen arbeiten. So wie zum Beispiel hier, du siehst dann eher so, ich sag mal, dann diese spitzen Füße hier oder hier benutzt ja für die Beine benutzt ja jetzt nur gerade Linien. Für die Arme natürlich genauso. Für die Ellbogen und Schultern und Hände benutze ich dann jetzt einfach nur Kreise. Und so habe ich dann meine Figur. Ne? Und das ist dann quasi sehr vereinfachte, ich sag mal, Anatomie, beziehungsweise einfach nur eine Grundkonstruktion, um die Anatomie vielleicht auf dem nächsten Layer, also auf der nächsten Ebene, vernünftig und klar drüber drauf zu zeichnen, quasi. Im Endeffekt muss ich dir vorstellen, dass wir dann quasi ein weiteres Blatt nehmen. Das legen wir dann quasi auf diese grobe Skizze drauf. Und dann zeichnen wir das halt nochmal sauber. Das nennt man, das ist dann der Second Draft. Also dann haben wir einmal den Rough Draft, den groben Abstrich und dann haben wir einmal, ich sag mal, den Cleanup, also den Second Key, wo man dann quasi hingeht und die ganzen Details vernünftig und sauber zeichnet. So. Ne? Den geben wir dem jetzt noch ein T-Shirt oder so, keine Ahnung. Einfach so, zack. Das ist jetzt unser Happy Guy. Gut. Nachdem wir jetzt unsere Figur haben, jo, hält uns ja eigentlich nichts mehr auf. Eigentlich können wir ja versuchen, die Figur in Bewegung zu setzen und die zu animieren, so, ne? Das Problem ist halt aber, dass bei Animation halt viele Sachen zu bedenken sind. Die Sache ist, dass unser Canvas ja auch nicht dreidimensional ist und das heißt, wir können nicht in die Tiefe wirklich gehen. Das müssen wir uns alles irgendwie durch Linien vorstellen bzw. deuten können. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Charakter in der Perspektive ändern will, und ich sag mal, jetzt haben wir so eine Fish-A-Lens, ne? Also Fischaugenperspektive. Dann muss ich natürlich auch die Linien quasi so ansetzen, dass es dann auch so aussieht, als ob das eine Fischaugenperspektive wäre, ne? Also der Kopf wäre jetzt dann hier wahrscheinlich wesentlich größer
Und alles Richtung Screen, so beziehungsweise Richtung Kamera, also zu uns hin, fängt sich dann an, in die Breite zu stretchen, dann quasi so, ne? Also funktioniert das ja ungefähr, denke ich mal. Bin jetzt auch nicht der super Perspektiven-Pro, könnte man dazu sagen, aber es gibt eine grundlegende Idee. So, und da stoßen wir natürlich dann auf das Problem, dass wir nicht genau wissen, wie man wo welche Linie ansetzt, um zum Beispiel, ich sag mal, diese Perspektive oder dergleichen dann zu erzeugen. Also die eigentliche Grundidee, ne? So, und da kommen wir dann halt, wie gesagt, zu diesen ganzen Animationen und Zeichenbasics, weil die müssen wir leider lernen, damit wir da eine Grundlage für bekommen, ne? So, für die Zeichenbasics ist es halt erstmal grundlegend wichtig. Wie gesagt, ich habe gerade schon den Begriff Anatomie erwähnt. Ich glaube, die meisten, die auch irgendwie mal ein bisschen was mit Zeichnen zu tun haben, haben das vielleicht auch, sind auch schon, haben den Begriff Anatomie auch irgendwo schon mal dann in der Hinsicht aufgefasst, ne? Das heißt, Anatomie, wir müssen menschliches Verständnis haben für die Figur, damit wir verstehen, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt, ne, ich sag mal, jetzt ist jetzt zum Beispiel die Schulter meiner Figur, richtig, ne? Und dann sehen wir hier auch einen Teil der Brustmuskulatur, ne? Und durch das Verständnis wissen wir, dass wenn wir nämlich unsere Schulter anheben, dass zum Beispiel die Brustmuskulatur gezogen wird. Richtig? Und dafür ist zum Beispiel dieses Anatomieverständnis sehr hilfreich, weil wir verstehen dadurch, dass teilweise, wie die Muskulatur zusammenspielt und wie weit man den Körper quasi, ich sag mal, in seinen Posen pushen kann, ohne ihn zu brechen. Weil wenn wir natürlich zum Beispiel hingehen und unsere Figur zu sehr brechen oder so, könnte es sein, dass die Zeichnung etwas komisch aussieht und dann vielleicht auch etwas daneben. Und das kann natürlich dann kann natürlich, wenn wir jetzt sagen wir mal, werden, das wird jetzt zum Beispiel im TV dann ausgestrahlt werden, dann könnte es vielleicht so sein, dass dann so endet wie Nanatsu Taizai, die dritte Staffel da, ne, wo es dann, also Seven Deadly Sins, wo dann natürlich echt ein paar komische Frames quasi bei rausgekommen sind und die Qualität auch ziemlich gedroppt ist, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass die Produktion ziemlich am Brennen war, könnte man behaupten, und alles kurz und knapp fertig, also so kurz und knapp dann noch, haben die dann alles noch gerade fertig bekommen, just in time, ne? Also Anatomie ist sehr wichtig, wie gesagt, so Grundverständnis einfach bekommen, wie stretcht sich dann hier die zum Beispiel Muskulatur oder dergleichen. Deswegen ist es gut, wichtig, also wichtig dann Studien über Anatomie und dergleichen zu machen. Und auch also gutes Grundverständnis für den Menschen zu haben, damit man auch generell auch den Charakter vielleicht konstruieren kann oder dann auch vielleicht auch sogar ein bisschen stylisen kann, zum Beispiel, wenn man nämlich bestimmtes Verständnis hat für Muskulatur oder so und man möchte die Muskulatur extrem groß ausfallen lassen, kannst du halt dann hingehen und wirklich, ich sag mal, dann die Shapes oder so dann auch richtig pushen. Und dadurch bekommst du dann natürlich dann so das Gefühl, als ob der Muskel dann auf einmal so richtig extrem wäre. Oder die Schulter kannst du dann natürlich, oder dann gibst du dir zum Beispiel extrem große Schultern. Und durch dieses Stylisen oder so kannst du dann die Zeichnung natürlich auch noch wesentlich interessanter und ich sag mal, aufgeweckter oder so gestalten. Sagen wir zum Beispiel, denken wir jetzt an Studio Trigger, die gehen ja hin und die pushen ja wirklich teilweise die ganzen Körperteile und Zeichnungen, soweit es dann der doch echt schon ziemlich lustig ist, auch sich das so anzusehen, ne? Sagen wir mal, Studio Trigger geht zum Beispiel hin, dann haben die dann zum Beispiel solche Zeichnungen, wo dann wirklich echt extrem mit der Perspektive dann auch gespielt wird. Aber es ist auch alles trotzdem sehr vereinfacht und simpel gehalten, großteils, ne? Ja, jetzt habe ich hier meine Figur. Und
Also wie gesagt, Anatomie ist sehr wichtig, weil das halt dazu führen kann, dass du gutes Grundverständnis für den menschlichen Körper hast, stylisen kannst, etc. Weißt du? Grundverständnis. Ja, Körper. Oh. Du musst jetzt nicht die ganzen lateinischen Begriffe oder so auswendig lernen. Hilft zwar, uns vielleicht auch gar nicht schlecht zu wissen, aber kommt darauf an, wie sehr du Maniac sein willst und wie tief du gehen willst quasi. Ist nicht super nötig, aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine super Animator das vielleicht den einen oder die ein oder anderen Begriffe kennt, ne? Wait, bin ich nicht mehr live? Sekunde. Okay. Tut mir leid, mein Stream hat mir einen kleinen Streich gespielt. Ja, okay. Ja, natürlich, alle Studios haben extreme Action-Szenen, so, dazu kommen wir auch später noch. Aber trotz allem, jeder Animator braucht das Grundwissen halt von Anatomie. Dann ist wichtig Gestur, also Gestur, ich weiß jetzt nicht, den deutschen Begriff, den man so dafür nutzen würde, aber das wäre dann halt so Live-Drawing teilweise, wo du dann quasi hingehst und du versuchst dann in einzelnen Linien und dann diesen schwungvollen Linien oder so dann wirklich dynamische Posen und dergleichen dann zu erstellen, sagen wir mal, ne? Zum Beispiel, so, und dann würde ich jetzt, ich sag mal jetzt hier so eine, ja, was weiß ich, wie so eine Frau, die sich jetzt ja quasi dann so streckt. Ne? Und das ist dann zum Beispiel jetzt eine Gesture, die ist halt sehr loose, sag ich mal. Das heißt, so, die hat halt diesen Schwung da drin. Und da versucht man dann einfach nur, in der Gesture versuchst du nur zu fangen, das Gefühl der Pose zu fangen oder auch generell so die Perspektive und mit ganz vielen einfachen Linien. Du machst dir jetzt nicht darüber Gedanken, wo jetzt welcher Muskel oder dergleichen ist. Also nicht im Detail auf jeden Fall, sondern du versuchst wirklich die Pose an sich so irgendwie festzuhalten, dass die sich schön dynamisch anfühlt. Also es ist auch sehr einfach auch, das ist auch sehr wichtig für Storyboarden, weil dann kann man schnell mal eben so seine Idee sketchen. Ne? Sagen wir mal, hier, ich bin jetzt immer noch bei meiner Figur, warum soll ich das Neues zeichnen, wenn ich die nutzen kann? Meine Charakter ist zum Beispiel, die ist eine Pole-Dancerin, sage ich jetzt einfach mal, ne? Weil, naja, okay, die hat jetzt diese sexy Pose, dementsprechend habe ich jetzt, das war das Erste, woran ich gedacht habe. Na, vielleicht habe ich ein bisschen zu viele komische Serien in letzter Zeit gesehen, wer weiß. Auf jeden Fall ist das jetzt meine Pole-Dancerin und jetzt, ja, macht ihr hier halt ihr Ding und keine Ahnung, je nachdem halt. Wie auch, wo ich die Kamera dann quasi habe, möchte ich dann natürlich auch die Perspektive oder dergleichen dann dazu ändern oder den Schnitt von einer anderen Perspektive zeigen. Sagen wir mal zum Beispiel, die Kamera oder so wäre jetzt ganz smart direkt an der Stange angelehnt und du hast dann auch wieder so einen Top-View und du siehst dann, wie der Arm sich dann so Richtung Kamera stretcht und hast du dann. Keine Ahnung, die Hände so, sagen wir mal, ne? Und die Perspektive ist dann wieder so total verzogen oder so. Und dann, aber du wirst es halt einfach interessanter gestalten und dementsprechend, keine Ahnung, überlegst du dir halt, also die Kamera wäre dann hier so, hier würden wir dann den Boden sehen, ne? Hier wären dann vielleicht noch andere Typen, die dann da rumsitzen würden und die würden dann ihr Geld da drauf schmeißen. Hier, Tanz. Tanz. Wie heißt die? Keine Ahnung. Ich habe damals gab es so eine Story, da haben wir. Boah, Junge, nee, das kann ich nicht erzählen. Das ist so assi. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, da sind dann halt diese Assis, die ihr Geld auf die Tanzfläche werfen und die sagen alle, die sollen tanzen. Deswegen ist Gesture ist halt sehr, sehr cool. Wie gesagt, du kannst halt dadurch dann sehr einfach mal das mal eben so schnell raussketchen und deine Idee festhalten. Ne? Deswegen,
empfehle ich sehr, oder auch beim Animation, wenn du mal Schnelles machen möchtest und dir jetzt nicht so viel Mühe, nur zum Abschalten oder so, ist das total entspannt, total spaßig, meiner Meinung nach. Also ich mache das echt gern. Und wie gesagt, du machst ja nicht allzu viel Gedanken über die Einzelheiten. Aber wie gesagt, es ist nur ein Teil davon, also bitte nicht nur machen. Also man kann davon echt viele machen, ich mache davon viel zu viele. Aber wie gesagt, zwischendurch ist auch mal wichtig, dass man das mal sauber macht und dann die Animation und auch mal wirklich mal versucht, die Gestur richtig zu benutzen, weil das ist nämlich auch eine Aufgabe, das ist nämlich gar nicht mal so einfach, den Übergang zu bekommen. So, und das halt zum Beispiel für Thumbnailing und wie gesagt, so einfaches Animieren, super hilfreich. Und auch für Storyboards, ne? Deswegen Gestur, super wichtig. Das ist mit meiner Meinung nach einer der wichtigsten Sachen, die ihr in Animationen lernen solltet. Und die man auch mit, wie gesagt, mit der man halt auch super viele kleine, einfache Animationstests machen kann. Ne? Ja, und Testanimationen zum Beispiel. Dementsprechend ist so eine ganz coole Technik. Ihr könnt auch Gesture auf jeden Fall den Begriff mal nachschlagen. Proko zum Beispiel hat dazu ziemlich gute Videos. Modern Day James hat wahrscheinlich Videos dazu. Modern Day James hat generell Videos zu allem, was Art und generell betrifft. Den Link findet ihr auch in meiner Beschreibung quasi. Den empfehle ich euch so sehr anzuschauen. Der ist zwar komplett auf Englisch, aber die Sachen, die er zeichnet, die sind halt so selbsterklärend teilweise. Da gibt es eigentlich gar nicht mehr viel drum rum. Ihr zeichnet das nach und denkt euch, ja, okay, das macht eigentlich Sinn, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ne? Also der geht hin, der zeichnet dann die einfachsten Formen, der geht teilweise hin, der geht dann auf Perspektive sehr stark ein und so weiter. Er hat unzählige Videos, unzählige Tutorialreihen. Wie gesagt, schaut Modern Day James euch mal nachher an. In meiner Beschreibung findet ihr den Link, da findet ihr alles. Da findet ihr auch noch einen Link zu Tonico Pantoja, der auch selber halt auch viele Tutorials zur Art und Animation gibt. Er gibt auch seine Eindrücke zu Animationsschulen und der erzählt auch ein paar, ich glaube auch ein paar Geschichten, wurde dann teilweise über Animation. Die Kurzfilme von dem sind super toll auch, das ist sehr entertaining, super starker Animator. Also Tonico, Modern Day James macht auch viel über Animation mittlerweile, also wenn ihr zu viel Geld über habt, empfehle ich euch vielleicht sogar den Kurs oder so von dem zu machen. Aber meiner persönlichen Erfahrung nach ist es für mich jetzt zum Beispiel nicht nötig gewesen. Geht aber natürlich dann schön ins Detail. Dann macht ihr natürlich auch Übungen und so weiter, weil ihr dafür auch Geld bezahlt habt. Weil ansonsten schmerzt es ja, dass ihr Geld zum Fenster rausgeschmissen habt. Und dann möchtet ihr natürlich den Kurs, den ihr da macht, auch durchziehen. Ne? Also wie gesagt, so... Wenn ihr einen Animationskurs macht, so, dann macht euch darüber Gedanken, aber also Modern Day James hat echt einen guten Preis, muss ich dazu sagen. Ist auf jeden Fall wesentlich mehr wert, als wenn du hingehst und dich an eine Privatschule oder so anmeldest und wirklich für ein Jahr dann mal eben so, ich sag mal, keine Ahnung, wie viele tausende Euro raushaust und dann wirklich im Endeffekt aber trotzdem noch gar nicht so weißt, was du mit dir anfangen sollst. Also dann empfehle ich dir wirklich lieber so einen Kurs für dich selber lernen. Man muss ja so großteils für sich selber lernen in dieser Branche leider. Man muss sich selber viel informieren, interessieren. Und naja, tut mir leid, wieder ein bisschen abgeschweift. Aber wie gesagt, zu diesen ganzen Tutorials, Modern Day James, Proko, Tonico Pantoja, Kim Jungi hat auch Animationsstreams und so weiter. Alleine beim Zeichen zuzusehen, hilft. Hilft ungemein. Und der geht auch ziemlich stark auf Perspektive ein. Also da empfehle ich auf jeden Fall auch mal nachzuschlagen. Die Namen, ne? Ich schreibe euch die nochmal auf, ne? Hier im Stream, dann ist es vielleicht noch ein bisschen übersichtlicher. Also, googelt auf jeden Fall mal auf YouTube. Kim Jungi leider ist Kim Jungi auch vor kurzem verstorben, deswegen gibt es leider keinen neuen Content mehr von ihm und wir sehen nicht mehr seine unglaublich krassen Illustrationen. Tut mir so leid für ihn und seine Familie auf jeden Fall. Na, der Typ hat, ich habe von dem so viel gelernt, das ist unglaublich. Also das hat mich echt krass erschüttert, dass es passiert ist. Also beziehungsweise als ich das gelesen habe, weil Junge, der hat mir so geholfen in der ganzen Zeit, wo ich das gelernt habe, wo mich darüber informiert habe.
Er hat einen auch so ein bisschen herausgefordert, weil der halt echt unnormal krass ist. Also das hat man sich echt motiviert und inspiriert gefühlt. Also ziemlich gute Referenzen auf jeden Fall. Da würde ich auf jeden Fall mal drauf eingehen. So, Animationsbasics, dann kommt jetzt noch Konstruktion. Konstruktion zum Beispiel ist ganz wichtig, wenn man generell Perspektive und Tiefe beziehungsweise Volumen darstellen will. Weil Konstruktion quasi, wie auch schon gerade erwähnt, im Endeffekt die Simplifizierung der Körperteile ist in einfache Formen. Sagen wir mal Kreise und wie gesagt, so Kreise, Cubes, bla bla bla, Sphären etc. Konstruktion ist auf jeden Fall sehr wichtig. Sagen wir mal jetzt hier meine Figur. So, und jetzt, keine Ahnung, möchte ich einen anderen Angle oder so von meinem Kopf haben, also weil ich halt wieder die Kameraperspektive ändere. Wir hatten jetzt die ganze Zeit Angles von oben. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal einen von unten. Sagen wir mal, der Typ hat ja jetzt diesen Pyramidenkopf. Also malen wir den auch mit diesem Pyramidenkopf. Und durch diese einfache Konstruktion quasi hast du schon das Gefühl, dass Perspektive in dem Bild stattfindet und dass es eine Form von Tiefe gibt. Deswegen ist Konstruktion extrem wichtig. Die Simplifizierung von Körperteilen generell, beziehungsweise Objekten. Dadurch fängt es halt an, in seine Einzelteile so ein bisschen zu zerlegen und dann auch ein bisschen vorsichtiger damit zu sein, wie viele... Okay, das ist eigentlich echt schlechte Zahl gezeichnet. Warte mal eben. Das geht gar nicht klar. Und dann, wie viele Linien du teilweise halt... Du bekommst... Wenn du nämlich Dinge vereinfachst, machst du dir auch langsam ein bisschen darüber Gedanken, wie viele Linien du eigentlich da überhaupt malst. Ne? Teilweise dann. Also spätestens im Cleanup, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn du zu viele Details nämlich wieder hinzufügst, dann kann es sein, dass es sich irgendwie ein bisschen trippy anfühlt oder so, wenn die Leute die Animation dann sehen und die Details auf einmal sich vervierfachen oder so. Dementsprechend. Mit Details meine ich zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel hier oder so ein Sticker oder so wie eine Textur oder so auf der Oberfläche oder so liegt. Oder zum Beispiel Details sind dann auch zum Beispiel irgendwie eine Nase, also ein Gesicht oder Haare und sowas sind alles im Endeffekt Details, ne? So. Der Typ hat auf jeden Fall krasses, das ist der Pyramid Head Guy, ne? Der hat auf jeden Fall auch eine krasse Frisur, den geben wir dem natürlich auch, ist wichtig. Aber wie ihr sehen könnt, so hat er jetzt auf jeden Fall ein bisschen Tiefe. Ja, ist jetzt nicht meine beste Zeichnung, natürlich nicht. Ist halt so immer hingerotzt. Aber Konstruktion hilft einem in der Hinsicht. Können auch ein anderes Beispiel machen. Zum Beispiel, wir möchten jetzt oder so eine Faust zeichnen oder so, die dann in Perspektive ist mit Arm. Du siehst jetzt, wie ich jetzt quasi hingehe und diese simplen Formen quasi benutze, um meine Silhouette oder mein Arm hier dann in der Perspektive darzustellen. Ne? Genau. So. Deswegen braucht man Konstruktion. Im Endeffekt hilft es einem wirklich, wie gesagt, es einfach so runterzubrechen. Okay. So ungefähr. Okay, Konstruktion. Ich hoffe, es ist klar. Versteht sich, warum das nötig ist. Also im Endeffekt, wenn ihr viel über Konstruktion lernen wollt, ist es eigentlich ganz einfach, das zu lernen. Ist echt eigentlich gar nicht so schwer. Malt eine Menge Cubes. Ganz viele Cubes. Reiht die aneinander, malt die nebeneinander,
Malt die aufeinander, malt die ineinander, was weiß ich, keine Ahnung. Malt ganz viele Cubes. Konstruiert damit irgendwas. Wie so, als ob ihr mit Lego-Steinen oder sowas dann bauen wollen würdet. Ihr müsst halt nur immer versuchen, diesen Cube dann mit wenig Linien am besten zusammenfassend zu zeichnen, damit es halt einfacher zu verstehen ist. Und dann zum Beispiel haben wir jetzt hier einen Riesen-Cube. Jetzt kein Cube mehr. Ist jetzt da schon wieder deformiert, aber wie gesagt, könnt ihr natürlich alles machen, aber wie gesagt, Cubes, also für Construction sind wichtig. Dann ist wichtig Sphären, ne? Also Moment, so Kreise mit Oberfläche quasi, wo ihr die Oberfläche dann darstellt. Sphären sind wichtig. Natürlich dann auch diese Pyramide, dann, I don't know, Zylinder, alles Mögliche. Diese ganzen Sachen, das ist Konstruktion. Das ist die Grundlage von so Konstruktionen, sind diese Dinge im Endeffekt zu zeichnen und dann einfach zusammenzusetzen. Okay? Ich denke mal, das macht ganz gut Sinn. Das ist auch relativ einfach zu lernen. Damit kann jeder anfangen. Das sind die Grundlagen. Empfehle ich auch, am besten sogar mit zu starten oder so. Wenn ihr einfach generell zeichnen lernen wollt, dann Cubes, wa? Cubes ist übelst brutal broken, wenn man das ganz viel testet, ganz viel übt. Auf jeden Fall. Cubes sind nice. Ich klinge wie ein Tutor, wirklich. Ach, scheiße. Ich dachte, ich klinge ein bisschen anders. Ja, der Stream wird gespeichert. Den könnt ihr euch später nochmal anschauen in Ruhe. Gar kein Problem. Also, zu der Frage mit dem Motion Design und FX, ich möchte dich darum bitten, ein bisschen zu warten. Ich würde die später am Ende, würde ich solche Fragen dann nachher beantworten. Weil, also ja, im Endeffekt würde das auf jeden Fall helfen. Bin ich mir ganz sicher, dass es irgendwo hilfreich sein kann. Aber es ist halt immer noch nicht komplett dasselbe. Motion Design ist teilweise sogar, dass du hingehst und du fängst dann an, mit Rigs und so weiter zu arbeiten. Also im Endeffekt, du bewegst Puppen. Und dann musst du da nicht mehr viel neu zeichnen oder so. Die Puppe wird einmal kreiert, du machst die verschiedenen Körperteile oder so. Und dann hat sich das eigentlich schon fast, also das ist, glaube ich, das, was man großteils hier in Deutschland lernt, soweit ich weiß. Oder was Leute unter Motion Design verstehen. Und FX ist dann sowas wie After Effects und wahrscheinlich sogar vielleicht sogar ein bisschen 3D oder dann irgendwie sowas Dynamics. So, nachdem wir dann mit Konstruktion auch durch sind, also wie gesagt, das sind so Sachen, die all diese ganzen Sachen hier, Konstruktion, Anatomie, Layout, Perspektive und wie sie auch alle heißen, ne, alles, was ich hier gerade aufführe, all diese ganzen Sachen sollten regelmäßig geübt werden. Aber egal, was ihr später macht oder so, da werdet ihr es ab einem bestimmten Punkt, bezieht ja alles ja irgendwo ein oder so. Spätestens, wenn ihr eine Illustration machen wollt, braucht ihr ja all das, ne? Sehr ganz wichtig. Und wie Konstruktion ja eigentlich schon zeigt, so mit diesen simplen Objekten und so weiter, geht das auch teilweise Hand in Hand mit Perspektive und Layout. Also Layout heißt, ist einfach nur der Begriff dafür, dass man hingeht und seine Szene plant, sage ich mal. Sagen wir mal zum Beispiel, ich möchte jetzt eine Szene machen, wo ich eine Kamera habe und mein Charakter kommt durch die Tür. Oh, schon wieder oben Perspektive. Kann sein, dass meine Komfortzone ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier zum Beispiel hier meine Tür, sagen wir mal, das ist jetzt hier mein Layout, ne? Also eben, ich zeichne jetzt hier in diesem Rahmen. Also das ist jetzt hier unser Screen, hier ist meine Tür. Und in meinem Layout möchte ich natürlich jetzt beschreiben, wie mein Charakter durch die Tür kommt. So. Und in deinem Layout beschreibst du quasi, was in deiner Szene gerade passiert. Also in diesem Kameraschnitt, den du gerade da malst. Okay, die Perspektive ist ein bisschen daneben. Die Tür müsste viel tiefer gehen. Ja, was auch immer. Auf jeden Fall ungefähr so. Hier ist unser Guy, der hat jetzt die komische Tür geöffnet.
Er kommt jetzt hier rein und keine Ahnung. Vielleicht möchtest du dann schon ungefähr anteasen, was in dem nächsten Cut passieren soll. Also sagen wir mal, hier ist die Theke von deiner Küche. Und was weiß ich, der hat hier liegt schon so ein Brett oder so. Hier ist dann noch, keine Ahnung, vielleicht sogar eine Dunstabzugshaube oder so, die dann quasi fürs Kochen dann den ganzen den Dampf abzieht und so weiter und solche Geschichten. Und ich sag mal, das ist zum Beispiel die erste Szene für meine Kochanimation, die ich machen möchte. Und dafür ist dann das Layout wichtig, weil dadurch kann ich dann festhalten, was ich überhaupt für eine Idee da verfolgen möchte und wie die Szene an sich aufgebaut sein soll, ne? Also gehen wir quasi hin. Im Layout, im japanischen Layout gehst du auch quasi hin und animierst dann, also da ist der erste Layout halt die erste Keyframe quasi. Und das bedeutet, dass du quasi hingehst und schon mal die Szene grob animierst. Du bewegst schon mal die Charaktere ein bisschen und so weiter. Und du hältst es relativ simpel. Also im Endeffekt würde ein Layout zum Beispiel aussehen wie hier dieses hier. Das ist zum Beispiel jetzt mein Layout von meiner groben Animation, ne, die ich jetzt vor kurzem gepostet hatte. Wie ihr seht, habe ich dann hier zum Beispiel den Smoke relativ grob gezeichnet. Den Charakter habe ich schon relativ sauber gezeichnet, könnte man sagen. Also die Details und so weiter sind sehr aktiv zu sehen. Aber wie gesagt, zum Beispiel die Effekte und so weiter, ist alles noch sehr grob. Auch hier die Zeichnungen, siehst du ja auch, die sind auch super schnell gemalt. Aber die eigentliche Bewegung steht. Und wie gesagt, das ist das Ziel vom Layout, so die eigentliche Planung, die eigentliche Bewegung und das Gefühl schon mal irgendwo so ein bisschen zu finden. Und das machst du dann mit den einfachsten Linien. Das wäre dann der First Key. Dafür braucht man das Layout, das ist auch ganz wichtig. Das gehört mit zu einem Grundbasiken dazu. Und das Layout verbindet im Endeffekt all die ganzen anderen Bereiche hier, kommen im Layout zusammen. Im Endeffekt. Okay? Layout ist quasi der Start. Das sind so die Sachen, die ihr auf jeden Fall üben solltet. Über Perspektive, da möchte ich ehrlich gesagt nicht zu tief drauf eingehen, weil es gibt unzählige Tutorials einfach auf YouTube zur Perspektive. Und wie ich gerade schon den Modern Day James oder so genannt habe, Proko und Kim Jong-gi, die haben auch alles Mögliche zu Perspektive und auch zu den ganzen anderen Thematiken. Also bitte schaut da rein, wenn ihr Zeit habt und wenn ihr wirklich ein bisschen was darüber, über die ganzen Thematiken lernen wollt und das auch ein bisschen. Sag mal, wenn ihr wirklich ein bisschen eure Zeichenskills pushen wollt, dann informiert euch darüber und probiert die Sachen aus, die teilweise da vorschlagen. Ihr müsst nicht alles genauso machen, aber wenigstens versuchen, das Konzept dahinter zu verstehen und für euch irgendwo zu nutzen. Übung macht den Meister dann. Ne? Gut. So viel dazu, ne? Das wären dann die eigentlichen Grundlagen, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst. Das ist so das, womit ihr starten müsst, wenn ihr richtig in Animation beginnen wollt, quasi. Wenn ihr das natürlich professionell machen wollt, seid euch darüber bedacht, dass ihr dann halt auch am besten zu den eigentlichen Channels, zu den eigentlichen Bereichen oder so, dann auch vielleicht auch die richtigen professionellen Kanäle an den Start zieht, ne? Wie gesagt, ich habe euch ja ein paar genannt. Andernfalls, falls ihr das auch nur einfach, wie gesagt, für euch machen wollt, natürlich ist jede Information frei zugänglich, nutzt die, wie ihr für euch braucht, aber das ist auf jeden Fall so die Richtung, die ich empfehle zu gehen, weil das sind, wie gesagt, auch all die ganzen Channel, von denen ich teilweise gelernt habe. Ich habe auch teilweise, bin ich dann auf Pinterest gegangen oder habe dann irgendwie mal vielleicht Anatomiereferenzen mir angesehen. Ich habe mir dann auch zum Beispiel dann irgendwelche Bücher, Online-Bücher da angesehen, wie heißen die? Anatomy of Sculptors, das ist eigentlich sogar ein Buch für 3D-Modeller, die dann halt, also um dann halt die Anatomie zum Sculpten zu verstehen, wie man dann das alles so richtig vernünftig quasi, wie nennt man das? Sculpten das richtige Wort? Wie heißt es? Was heißt das Wort in Deutsch? Da fällt mir gerade nicht ein. Im Endeffekt wirst du quasi dann, also wenn du in 3D oder so einen Charakter dann quasi sculptest, dann bist du halt wie sowas wie so ein Steinhauer quasi. Du gehst dann hin und dann fängst du an, so ein Stück Block zu bearbeiten oder oder eine bestimmte Masse zu bearbeiten, die du dann, oder, und dann wie Knete oder teilweise dann zu verformen und dann.
solche Geschichten. Ne? Dafür gibt es dann halt auch Bücher und all den ganzen Quatsch, aber die teilweise vielleicht sogar Interessantes und Wissenswertes haben für auch für Künstler an sich und dergleichen, also für normale Zeichner, die dann quasi das dann doch alles lieber per Hand Papier und Stift machen wollen. Ne? Neben Anatomy of Sculptors, was habe ich mir noch? Als, ich habe mir zum Beispiel das Buch von, wie heißt der angesehen? Loomis. Der ist ein ziemlich berühmter Illustrator. Also, ja, modellieren, skulpieren, ja, modellieren könnte man auch sagen. Aber skulpieren ist auch schon wieder, also skalpieren, heißt es nicht eigentlich, dass man jemanden den Kopf abschneidet? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, neben Modellieren gibt es dann halt dann auch Skalpen. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall der englische Begriff. Ich schreibe euch den mal in den Chat. Skalpt. Ist das richtig? Ich weiß es nicht, Alter. Scheißegal, Mann. Ja, Bridgman, Loomis, dann gibt es halt noch andere gute Art-YouTuber, die heißen zum Beispiel Sinix Design. Wen haben wir dann noch? Ethan Becker ist auch im Bereich animationstätig und der ist dann eher Storyboard-versiert. Den empfehle ich sehr zum Beispiel. Der macht auch viel Tutorials und dergleichen in der Hinsicht und der ist dann eher dann auf teilweise auf auch auf Konstruktion und Runterbrechen und Analysieren, wo er dann hingeht und der trace dann quasi über andere Künstler drüber, um dann halt klarzustellen, wie die Künstler dann, ich sag mal, ihre Zeichnungen geplant haben, wie die Konstruktion benutzt haben, wie die Perspektive benutzen, wie die Shapes benutzen, also das auch, um das Gefühl quasi der Charaktere dann anzupassen und zu ändern. Also Ethan Becker ist auf jeden Fall auch ein guter YouTuber, den ich sehr empfehlen kann. Und er hat auch, glaube ich, einen Online-Kurs. Also die ganzen Amis haben da irgendwie so Online-Kurse mittlerweile, keine Ahnung. So deren Ding, denke ich. Ich weiß nicht, ist der Ami? Bin mir jetzt nicht sicher. Kann auch sein, dass er vielleicht der eine oder andere sogar aus Kanada kommt. Bin mir jetzt nicht sicher. Naja. Ja. Gut. Damit möchte ich das Thema dann quasi abschließen. Ich hoffe, das gibt so, war jetzt genug an Informationen. Wenn ihr Fragen noch dazu habt, bitte nachher dann in der Fragenrunde stellen. Da kommen wir aber gleich relativ zügig an. So. Perspektive etc. So, das nächste natürlich, jetzt nachdem wir gerade mal die Zeichen-Basics durch haben, möchten wir uns jetzt aber mit den Animations-Basics noch vertraut machen, weil es gibt nämlich dazu auch ein paar Prinzipien und Techniken, über die man Bescheid wissen muss, damit man zum Beispiel eine vernünftige Animation zustande bekommt, die sich dann auch gut anfühlt. So, und es gibt also ein paar Sachen, die man also vom Grundverständnis her einfach checken muss oder sollte, damit man halt qualitativen Content bzw. die Qualität des Contents halt noch weiter pushen kann. Denn die Animation an sich, wenn man den Charakter in Bewegung bringt, das sagt ja eigentlich im Endeffekt viel über dich als Animator aus, weil da kannst du dann die ganzen Emotionen auch erst richtig ausdrücken, ne? Weil die ganzen Bilder zusammen lassen dich dann quasi die Emotionen spüren und wenn dann natürlich noch gutes Sounddesign dabei ist, wird es halt auch noch sehr glaubhaft. Ne? Deswegen ist es wichtig, also für mich ist es sehr wichtig, gut animieren zu können auf jeden Fall. Also so die Sachen schön lebhaft und glaubhaft darzustellen. Natürlich ist Animation an sich in dem Bereich dann wieder sehr stylized, könnte man sagen. Also weil viele Leute natürlich auch ihre verschiedenen Approaches haben und der eine oder andere, der mag zum Beispiel, wenn die Animation dann nicht so flüssig ist, aber eher so snappy. Weißt du, so wenn es dann von einer Pose in die andere Pose snappt und einer ist die erste Pose stärker als die nächste und alles sehr fancy und ja, ich weiß nicht, dann siehst du auf einmal diesen Kamada-Flare-Effekt, wo dann, keine Ahnung, dieses Licht dann auftaucht, während der Typ da am Grinsen ist und solche Sachen, ne? Das ist halt der Kanada Light Flare, der ist sehr berühmt und der ist halt auch von so einem Animator benutzt worden, halt sehr, sehr krass diese Snappy Posen dann quasi benutzt. Und dann
sag mal, dieses starke Post-to-Post benutzt. Also Post-to-Post und Straight Ahead sind zwei verschiedene Animationstechniken in Animation. In Animation. Und die werden halt, je nachdem, wie du drauf bist, dann auch verschieden von dir genutzt werden können. Also zum Beispiel, sagen wir mal, du bist eher so ein realistischer Animator und du achtest viel auf Gewicht und du möchtest wirklich die Gravitation teilweise mit einbeziehen und teilweise auch die Konsistenz und das Volumen der Charaktere erhalten. Sagen wir mal, dieser Animator, dann bist du wahrscheinlich eher Richtung Straight Ahead orientiert, weil Straight Ahead sich sehr natürlich teilweise anfühlt und auch mit vielen Feldern arbeitet. Dann auch relativ dadurch auch viele Key-Poses quasi dann erzeugt. So. Und dieses realistische Gefühl, zum Beispiel haben Animator wie Hiroyuki Okiura, das ist sein Name, warte mal eben, wenn wir schon dabei sind, da ins Detail zu gehen, dann zeige ich euch natürlich auch ein paar von den Animatoren, über die ich spreche und deren Werke. Ich versuche auch Sachen rauszusuchen, die relativ alt sind und nicht spoilern. Ne? Also zunächst einmal, wenn wir jetzt Straight Ahead also haben wollen, also Richtung Straight Ahead animieren wollen, dann sind wir bei Hiroyuki Okiura, glaube ich, schon in der richtigen Richtung. Ich denke, dass er auch viel Post-to-Post teilweise nutzt oder nutzen kann, wenn er wollte. Aber ich gehe davon aus, dass er halt großteils die Sachen, die er zeichnet, wirklich die Großteils der Bewegung selber dann für verantwortlich ist. Zum Beispiel, hier haben wir das Layout von Ghost in the Shell Innocence. Und es ist jetzt ein bisschen klein, leider. Ich suche ein besseres Beispiel. Vielleicht haben wir eins. Ja, das ist schön groß. Und ihr seht halt einfach, dass er wirklich hingeht und all die ganzen Bewegungen komplett auszeichnet. Das heißt, er animiert jedes einzelne Bild, um die Bewegung an sich darzustellen. Das ist, wie gesagt, ist dann halt straight ahead. So, wenn wir jetzt an Post-to-Post denken, und ich habe ja gerade diesen netten Animator Kanada erwähnt, gucken wir jetzt mal nach Kanada Light Flare. Nicht Kanada Light Flare. Ja, den kann ich euch gleich auch noch zeigen. Aber erstmal Kanada, den Animator an sich, denke ich. So. Das. Gucken wir mal, was wir so haben. Yu Yu Hakusho zum Beispiel. Also hier zum Beispiel geht jetzt hin und die erste Pose wäre dann jetzt zum Beispiel diese hier, wo er dann sich quasi stretcht. Also er geht von dieser Pose in die nächste Pose. Dazwischen werden dann quasi von dem Inbetweener wahrscheinlich die Frames gemacht. Und dann snappt er quasi in die nächste Pose. Ne? Das ist dann dieses snappige Pose-to-Pose, denke ich mal. Und der geht dann quasi hin und dann... Ja, also Kanada ist wohl auch, hat auch sehr viele Frames benutzt, teilweise hier in dieser Szene. Also da bewegt sich alles schon sehr viel. Und du siehst halt, wie er teilweise einfach mit den Posen spielt dann wirklich. Der Charakter, der öffnet sich und snappt von einem Stein zum nächsten. Und das ist halt so ein ziemlich anderer Approach, wenn man das jetzt gerade vergleicht mit dem Okiura. So. Nun denn, wo ihr jetzt wisst, dass es halt diese verschiedenen Techniken gibt, seht ihr halt auch teilweise, was so ein bisschen das Potenzial so dahinter steckt. Bei Post-to-Post möchte man wirklich gezielt dann quasi die Posen halt so emphasizen bzw. herausstechen lassen, um halt das halt dramatischer oder auch cooler wirken zu lassen, ne? Weil manche Posen sind ja, also die bleiben einem ja auch irgendwo auch im Kopf bestehen. Wenn man jetzt zum Beispiel... was ist ein gutes Beispiel? Boah, zum Beispiel, es gibt diese eine Szene bei Bleach oder so. Die ist, glaube ich, von einem Animator, der ungefähr einen ähnlichen Post-to-Post-Stil hat. Kameda heißt der. Und der snappt nämlich auch immer von einem Part zum nächsten, wenn ihr jetzt drauf achtet. Zum Beispiel, er zoomt das so auf das Auge dran und dann auf einmal, zack, ist der vom Auge weg und dann snappt das quasi zum
zur Kamera hin und siehst halt, wie nah der Arm auch so dran ist. Und er spielt halt richtig hart mit Perspektive und dergleichen. Und dann snappt er quasi von einem Frame in den nächsten. Und dann zoomt es halt quasi an ein bestimmtes Teil wieder dran oder dann wieder von dem weg. So wie zum Beispiel hier jetzt bei Ichigo ans Auge dran. Und dann, wenn er halt den Schwung macht, wird es halt wird das Schwert halt von dem weggehalten. Ne? Also, das ist zum Beispiel Post-to-Post-Animator. Hier sieht man auch ganz klar die In-Betweens von dem Splitter, der dann quasi entlang der Backe quasi streift. Da, also von dem Frame hier bis quasi hier vorne ungefähr sind zwei Keyframes quasi und der Rest wird dann quasi von dem In-Betweener gezeichnet. Das heißt, er hat quasi nicht alle Frames für sich selber gemacht. So. Wenn du jetzt wissen willst, ob lieber Post-to-Post was für dich ist oder straight ahead, das kommt. Ich weiß nicht, wie du das halt so für dich am besten herausfinden willst, aber ich empfehle einfach beides auf jeden Fall zu lernen. Und dann guckst du mal, wie du das für dich nutzt im Endeffekt. Und je nachdem, weiß ich auch nicht. Ich überlege gerade, könnte ich das am besten beschreiben? Ja, Post-to-Post oder straight ahead, auf jeden Fall. Geile Sache, bitte lernen, sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, ich drehe mich ein bisschen im Kreis. Ich möchte auf jeden Fall jetzt zum nächsten Schritt gehen, zu den Prinzipien an sich. Das war jetzt auf jeden Fall die Einführung quasi. Post-to-Post und Straight-Ahead sind wichtig auch für die Prinzipien, weil je nachdem halt quasi, welche der Prinzipien du quasi probierst zu lernen oder so, variierst du halt die Nutzung dieser Prinzipien, um dann zum Beispiel dich besser an Straight Ahead oder Post-to-Post anzupassen. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat. Ich hoffe schon. Gut. So viel dazu. Es gibt halt Straight Ahead, Post-to-Post. Dann geht's halt weiter. Tut mir leid, ich habe jetzt nicht zu viele, ich habe mir jetzt keine Notizen oder so vorher gemacht. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem durchgehen können. Naja, zu den 12 Prinzipien, da gibt es auch einiges an Videos zu. Ich würde am liebsten jetzt ein YouTube-Video öffnen und dann bei mir streamen, aber dann wird mein Stream leider unterbrochen und abgebrochen. Und dann müsste ich den leider wieder neu aufnehmen. Dementsprechend möchte ich euch ans Herz legen, euch mit diesen Prinzipien der Animation mal zu befassen. Ihr könnt einfach bei YouTube eingeben, 12 Principles of Animation. Und da werdet ihr wahrscheinlich ein paar coole Videos zu finden, die das in kurz und knapp innerhalb von vielleicht sogar 10 Minuten erklären. Vielleicht sogar 2 oder 3 Minuten. Da gibt es auf jeden Fall ein paar gute Videos. Die 12 Principles, die befassen sich einfach nur damit, wie du quasi teilweise die Linie über die Frames bewegst. Mal eben. So, zum Beispiel Prinzip Nummer 1 wäre. Was zuerst? Easing? Naja, wir fangen einfach mit einem an. Zum Beispiel, es gibt das Prinzip Easing, nennt sich das. Und Easing beschreibt quasi die Beschleunigung und die Geschwindigkeitsabnahme eines Objektes oder so. Machen wir hier direkt den Onion Skin an hier. So. Ich habe jetzt hier meinen Kreis, sagen wir mal, und ich möchte jetzt meinen Kreis von Position Nummer 1 zur Position Nummer 2 bewegen. So, aber ich möchte nicht, dass er sich zu gleichmäßig bewegt, ne? Sondern ich möchte, dass der quasi ein bisschen beschleunigt, hier ungefähr auf der größten Geschwindigkeit ist und hier dann wieder abbremst. Also male ich jetzt den Kreis und bewege die Linien halt hier auch nicht allzu viel. Ne? Mein Kreis sieht natürlich nicht mehr aus wie ein Kreis, der verändert sich jetzt, weil ich keinen Fick gebe. Tut mir leid, ich habe geflucht. Aber ich versuche jetzt quasi hier den Abstand zwischen den Frames immer weiter zu erhöhen.
Zum Abstand gibt es eigentlich auch nochmal eine interessante Topic, da gehen wir dann nach dem Easing drauf ein. Also ich mache das jetzt mal eben hier so, der Ball wird jetzt schneller. Also der Ball hat jetzt schon eine relativ große Geschwindigkeit erreicht, aber man sieht schon, der Abstand ist dramatisch gewachsen. Ne? Hier ist er immer noch relativ schnell und jetzt möchte ich, dass der langsamer wird. Langsamer würden. Das heißt, ich verringere jetzt wieder den Abstand vom vorherigen Bild. Gut. Und ja, das wäre dann zum Beispiel Prinzip Nummer 1. Das wäre, nennt man dann Easing, wenn etwas schneller und dann auch wieder langsamer wird. Das ist auch ein Großteils das Prinzip dafür, was verantwortlich für Gewicht teilweise auch sobald in deinen Animationen ist. Das heißt, wenn du Easing vernünftig benutzt, kannst du ziemlich gutes Gewicht in den Bewegungen deiner Animation darstellen. Ne? Okay, das war Prinzip Nummer 1. So, dann kommen wir zum Prinzip Nummer 2. Machen wir eben einen neuen Ordner hier, das verstecke ich mal. Prinzip Nummer 2 wäre Spacing. Okay, Spacing an sich ist kann ein bisschen kompliziert und verwirrend sein. Spacing bedeutet einfach nur Distanz. Ne? Also Space, die Distanz. Oder der Raum, könnte man auch sagen. Ne? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, Spacing ist dann beschreibt einfach nur die Distanz des Objektes. Und je nachdem, wie du dein Spacing benutzt, sagen wir zum Beispiel, mein Ball, der beschleunigt jetzt nicht, sondern der hat jetzt direkt andauernd die gleiche Geschwindigkeit. Also ich versuche den jetzt die ganze Zeit mit der gleichen Geschwindigkeit hier zu bewegen und immer den gleichen Abstand hier so einzuhalten für den Ball. Ja. So ungefähr. Das heißt dann, dass zum Beispiel das Spacing hier even sein würde, weil jedes Mal, wenn der Ball sich bewegt quasi, der Abstand ungefähr derselbe ist. Das ist dann sehr even Spacing. Das ist eigentlich so eine Sache, die man eigentlich grundlegend vermeiden möchte in der meisten der Animationen. Man möchte schon darauf achten, dass man dann wirklich das Easing nutzt. Und dass dann vielleicht teilweise auch eine Kurve, also dass der Ball sich dann vielleicht in der Kurve oder so bewegt, dass dann die Arcs, das ist ein weiteres Prinzip. Da komme ich dann auch gleich zurück, ist auch ganz wichtig. Aber wie gesagt, Spacing ist der Abstand zwischen zwei Bildern im Endeffekt. Gut. Also den vorherigen und den nächsten Frame. Gut. Und wenn wir jetzt natürlich unser Spacing kontrollieren, dann bekommen wir wieder zurück zu Easing. Ne? Weil hier benutzen wir kleines Spacing, ganz klein, ganz klein. Hier wird es dann größer. Das heißt, dass man das Spacing dann increased und decreased, also das Spacing erweitert und verkürzt. Ganz wichtig zu wissen, auf jeden Fall. Und wichtig, auf sowas zu achten. Okay. Ja, dann kommen wir jetzt direkt zu Prinzip Nummer 3. Das wären dann die Arcs. Das sind so die wichtigsten, die ich einfach jetzt einfach, auf die ich mal einmal eben eingehen möchte, weil die meisten, verstehen die Animation ja generell nicht. Also die meisten, die wahrscheinlich hier sich das angucken, die verstehen das ja generell nicht. Und das, dazu gebe ich dann schon mal eine kleine Einführung. Dann haben die schon mal ein bisschen was auf dem Weg. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu kompliziert. Aber es ist eigentlich rein logisches Zeug, wenn man sich ein bisschen darüber Gedanken macht. Also natürlich ist es gut, sich darüber zu informieren und sich so viele Informationen auch darüber zu beschaffen und sich alles mal genau anzusehen und auch darauf zu achten, wie andere Leute das teilweise nutzen. Ne? Gut. Okay. Also Arcs sind relativ simpel. Ich könnte jetzt hier sogar mein zweites Beispiel dann sogar benutzen, um das dann auf meiner Arc zu benutzen. Arc bedeutet, dass im Endeffekt ist so eine Art Kurve. Das heißt, jede Bewegung, die ja bei uns Menschen stattfindet, sagen wir mal, du schwingst deinen Arm von hinten
Nach vorne, richtig. Ungefähr so. Dann wirst du merken, dass der Verlauf der Hand und auch des Ellenbogens in einer Kurve stattfinden. Und das ist dann die Arc quasi. Darauf ist sehr zu achten. Arc hat auch teilweise auch viel mit Gravitation zu tun. Das heißt zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe jetzt, das machen wir mal eben weg kurz, ich habe jetzt einen Ball, ne? Und der Ball, den habe ich jetzt geworfen. Das heißt, der fliegt jetzt eine Runde. Also hier ist meine Anfangsposition, aber hier. Und mein Charakter, der hat jetzt den Ball geworfen. Das heißt, der Ball, der fliegt jetzt natürlich in eine Richtung. Aber irgendwann kommt der Ball ja auch wieder auf den Boden, wegen Gravitation. Und da ist dann, wo die Arc ins Spiel kommt. Ja? Da hat man dann hier die Arc. Die Arc. Die Arche Noah, Bro. Nein, Spaß. Ja, das auf jeden Fall. Cool. Und dann irgendwann landet der Ball dann hier. So. Deswegen sind Arcs wichtig. Das Objekt bewegt sich in einer Arc. Das wäre Frame 1, Frame 2, I don't know, Frame 3 wäre hier, Frame 4 wäre hier, Frame 5 wäre hier, Frame 6 wäre hier und bei Frame 7 tappt er dann auf dem Boden auf und je nachdem, wie schwer das Objekt ist, ja, I don't know, springt das halt weiter oder bleibt dann ungefähr da liegen. Wenn das eine Bowlingkugel oder so ist, dann bewegt die sich nicht mehr allzu viel. Ne? Und natürlich auch ein bisschen an das Material des Objektes denken. Weil dann verändert sich natürlich auch die Arc basierend auf dem Material. So, jetzt genug von dem Fachchinesisch. Hier jetzt nochmal eine Arc für euch. Jetzt bewege ich meinen Ball, den ich gerade schon gezeichnet habe, entlang dieser Arc. Also den hier. Da nehme ich mir jetzt einfach die Bilder und positioniere die einfach nur neu, quasi. Beschleunigt der schon. Ungefähr so. Jetzt gehe ich quasi noch hin und dann, I don't know. Male ich den Arm noch da dran. Und auf einmal habe ich quasi im Endeffekt schon einen Arm gemalt und animiert, der dann halt ein bisschen schwingt. Also der einmal nach vorne schwingt. Cool. Sagen wir mal, hier wäre dann der Körper, sagen wir mal, ne? Habe ich jetzt nochmal eben schnell für euch gemalt. Gut. Das wäre dann die Arc. Das ist das zweite Prinzip, das ihr wissen müsst, wenn ihr anfängt, eure Daumenkinos zu machen. Der dritte, meine ich. Das sind so, für mich sind das die wichtigsten quasi. Das sind nämlich die, die am häufigsten und am aktivsten dann einfach benutzt. So, und jetzt geht der wieder zurück, der Arm. Jetzt bewegt er sich wieder zurück. Ja. Und das jetzt, du siehst jetzt, man sieht jetzt direkt, wie smooth die Animation ist. Ja, das bewegt sich jetzt schon echt schön. Hier jetzt nochmal ohne die Arc, ne? Und smooth, ne? Sieht auch schon mal ganz gut aus. Prinzip Nummer 2. Was war der dritte? Ja, genau. Timing. Timing wird jetzt interessant. Timing ist nämlich echt gar nicht, ist auch gar nicht mal so schwer. Hier unten seht ihr jetzt meine Zeitleiste. Ich habe ja jetzt nur, bin jetzt noch gar nicht auf mein Interface hier eingegangen, aber hier auf meiner Zeitleiste, da sind meine Frames draufgelegt quasi. Und dann haben wir jetzt hier momentan 12 aktive Frames, die gezeigt werden. Hier in diesem blauen Bereich wird die Animation abgespielt. Hier oben seht ihr dann quasi die Anzahl an Bildern,
Ich kann das auch mal eben noch ändern. Sekunde. Das wäre dann der. Nein, das wäre nicht der Standard. Bei 1 wäre der Standard. Sekunde. Das wäre der Standard. So würde es dann standardmäßig aussehen. Und hier sieht man dann, wie dann quasi hier der Frame. Also hier beginnt es dann, das sind ein Frame, 2, 3, 4, 5 und das geht dann bis 24 und 24 Frames ergeben dann eine Sekunde. Und wir benutzen momentan das Timing von Twos und das Timing von Twos bedeutet, dass alle zwei Bilder, also 1, 2, ein neues Bild quasi genutzt wird. Also beziehungsweise eine neue Zelle nennt man das auch. Also ein gemaltes Bild nennt man auch eine Zelle. Also in dem japanischen professionellen, das ist der japanische professionelle Begriff dafür. Und ja, wie gesagt, so, dann bewegen sich alle zwei Bilder quasi, bewegt sich der Arm einmal vorwärts. Jetzt zeige ich euch das jetzt nochmal genau. Hier 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und so weiter. Ne? Und im Endeffekt könnte man auch sagen, man hat jetzt die 24 FPS einmal durch 2 geteilt und man hat jetzt 12 FPS daraus gemacht, weil es ja auch nur 12 Bilder innerhalb dieser 24 FPS gibt. Ja. Wenn man jetzt natürlich noch weitergehen möchte und man möchte jetzt zum Beispiel 8 FPS zeigen, dann geht man quasi hin und macht alles Threes. Also man geht quasi hin und ich füge jetzt zu jedem dieser Zellen eine Länge von einem Frame zu. Und dadurch wird sich das jetzt wesentlich länger und langsamer anfühlen. Aber vielleicht hat es jetzt auch ein bisschen mehr Gewicht. So, vom Gefühl her. Ich meine, was sagt ihr? Ich denke schon, dass das, dass das jetzt ein bisschen verschieden ist. Aber das ist Timing im Endeffekt. Wenn man halt das Timing vernünftig kontrolliert und ich sag mal, man möchte jetzt Dinge langsamen oder verlangsamen oder beschleunigen, dann kann man halt hingehen und das Gefühl der Animation grundlegend verändern. In Anime werden viele Threes benutzt, aber auch viele Twos teilweise. Also je nachdem, wenn es Action-Animation ist, dann eher Twos. Und dann für so, ich sag mal, Character-Acting benutzt man Threes, Fours, vielleicht sogar teilweise ja, diese Fifths, also wenn es dann. Also je nachdem, das dann kommt natürlich auch ganz drauf an, wie viele Bilder du an sich malen möchtest, weil umso höher deine Framerate ist, ne, umso schneller dein Timing ist, umso mehr Bilder musst du natürlich auch malen. Ne? Ah, shit, meine Timeline wurde nicht gezeigt. Ach, verdammt. Ja. Ah. God damn it. Na gut, dann werde ich das auf jeden Fall versuchen nochmal zu zeigen. Okay. Okay, wir gehen nochmal zurück. Also, das ist ein Timing von Threes, was ihr sehr auf der Timeline seht, müsstet ihr jetzt wahrscheinlich auch sehen können. Ne? Das heißt, alle drei Bilder kommt eine neue Zelle. Und das wäre dann jetzt ein Timing von Twos, wenn ich jetzt hingehe und von bei jedem einen Frame wegnehmen würde. Das heißt, wenn es auf Twos ist, bewegt es sich automatisch schneller und flüssiger. Und während es on Threes ist, fühlt sich das langsamer und schwerer an. Ne? Also das ist wie gesagt Twos. Und wenn wir jetzt zurück zu den Threes zurückgehen. Wäre das jetzt die Threes. Okay, ich hoffe, das macht Sinn. Jetzt auch mit der Timeline. Habt ihr das jetzt auch gesehen? Denke ich mal. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu schnell. Hey, warum wird jetzt. Ah, doch, da wird sie gezeigt. Gut. Okay. Ja. So, ja. Drums TV nennt es Frame Modulation. Das ist wahrscheinlich ein guter Begriff dafür. Den könnt ihr euch mal merken. Ja, und die Animation-Timeline, die habe ich teilweise auch mit Tab unsichtbar gemacht. Dementsprechend könnt ihr die auch nicht sehen. Aber ich habe die auch zu einem Punkt habe ich auch die herausgezogen. Deswegen wurde die gar nicht mehr gezeigt. Also da hatte der eine schon recht gehabt. Das ist mir jetzt zu spät aufgefallen, weil ich war ja noch im Stream dann.
Gut, ja, Arcs, Timing, Principles of Animation, Easing und Spacing, ganz wichtige Sachen. Auf jeden Fall mit die wichtigsten und wahrscheinlich auch komplexesten teilweise, weil die werden die größten Probleme wahrscheinlich innerhalb eurer Animation aufrufen. So. Und wenn du jetzt quasi hingehst und möchtest jetzt aber dann Effekte und so weiter animieren, ist Timing zum Beispiel genauso wichtig. Man möchte halt, je nachdem, was du halt einfach für ein Gefühl darstellen willst. Wenn du zum Beispiel einen riesigen Stein darstellen möchtest, der fällt und der fällt überlangsam, weil das Ding so gigantisch ist, und dann hat das vielleicht ein Timing von, dann bewegt das Ding sich vielleicht jede Sekunde einmal kurz. Oder so, wenn du von ganz weit weg guckst, sage ich mal zum Beispiel. Aber sagen wir mal, du bist jetzt ganz nah dran, ne? Und du bist jetzt ein kleiner Typ und das Ding würde an dir vorbeirasseln, hör mal. Dann hat es wahrscheinlich ein extrem schnelles Timing, weil du stehst ja direkt davor und dann bekommst auch den ganzen Schwung mit, teilweise, den das Objekt mit sich zieht, wenn es halt schnell fällt. Ne? Und natürlich, wenn das so ein großes Objekt ist, fällt es auch immer schneller und schneller. Ne? Also deswegen. Gut. Ja, da gibt es halt jetzt noch weitere Prinzipien, die teilweise aber auch ein bisschen mit Zeichnen und so weiter im Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel Staging, was auch im Endeffekt auch das Layout ist, quasi im Endeffekt. Und andere Dinge. Also da gibt es, wie gesagt, guckt euch bitte die Prinzipien mal an. Das ist so mein Ratschlag. Guckt euch da bitte rein. Ich möchte jetzt nicht hingehen und ein komplettes Tutorial zu allen 12 Prinzipien raushauen. Dafür denke ich, ist der Stream dann auch ein bisschen zu schade, weil ihr wollt ja noch ein bisschen mehr wissen. Ne? Da kommen ja noch ein paar andere Sachen zu. Aber ich denke mal, wenn ihr, wie gesagt, für euch le selber Animation lernen wollt oder so, werdet ihr eh irgendwann darauf treffen. Ne? Das ist so ganz okay. So, nun denn, sagen wir mal, wir haben uns jetzt mit all den ganzen Sachen, die wir jetzt in der letzten Stunde, eineinhalb Stunde da diskutiert haben, auseinandergesetzt. Und ihr habt jetzt, sage ich mal, ein gutes Grundverständnis. Und ihr fangt jetzt schon an, die ersten Animationen zu entwickeln. So, ne? Und dann keine Ahnung, ihr guckt vielleicht ein paar Serien, denkt euch so, boah, das sah cool aus, ich möchte das auch ausprobieren. Dann probiert es aus, dann macht ihr mal ein paar Tests und so weiter. Oder ihr geht hin und, keine Ahnung, malt vielleicht, animiert vielleicht auch einfach mal ein paar Katzen oder so. Keine Ahnung. Was weiß ich. Auf jeden Fall, ihr macht das denn jetzt eine Zeit lang. So, und dann werdet ihr wahrscheinlich dann irgendwann darauf stoßen, so, okay, Also, zum Beispiel, mir liegt dann eher Action-Animation. Oder vielleicht liegt euch dann, und dann denkt ihr euch, vielleicht liegt euch dann doch eher sowas wie Character Acting, also der Charakter, dem zum Leben zu bringen, sich menschlich zu verhalten und so weiter, zu animieren oder so. Vielleicht ist das dann eher eure Richtung. Oder vielleicht liebt ihr es, Effekte zu malen. Oder dann krasse Hintergrundanimationen. Oder vielleicht mögt ihr es einfach nur, sich die Klamotten im Wind so wehen zu lassen und solche Geschichten. Auf jeden Fall, ihr werdet all diese ganzen Sachen wahrscheinlich ab irgendeinem bestimmten Punkt mal ausprobieren, weil ihr denkt so, das will ich eigentlich schon gerne lernen, das will ich mir ja schon damit auseinandersetzen. Ja, da wird es dann auch ein bisschen spezifisch und kompliziert dann auch teilweise, weil dann wird es natürlich auch schwer, die Sache dann herauszufinden, wie ihr das eigentlich am besten macht. So, dann denkt ihr euch so, ja, und wie sieht das jetzt nicht so cool aus? Scheiße, Mann, wie kriege ich das hin? Und ja, wenn ihr an diesem Punkt seid, wo ihr denkt, so, okay, jetzt möchte ich mal das und das ausprobieren und da möchte ich noch dran arbeiten oder dergleichen, dann fangt ihr natürlich an, auch nach den Animatoren oder auch nach den Leuten oder nach diesen Clips zu suchen, die euch da auch inspiriert haben oder die euch dann im Kopf sitzen bleiben und ihr euch wirklich Gedanken darüber macht, wie hat sich der Typ das eigentlich überlegt oder umgesetzt. Ne? Und dabei komme ich dann halt zu Sakugaburu. Also die Seite, die ich auch gerade schon geöffnet hatte. Mal schauen, ich habe vielleicht hier noch Sakuguru offen, genau. Hier ist Sakugaburu. Und da möchte ich euch mal kurz einen Einblick geben. Also ich gebe euch mal ein schnelles Sakugaburu-Tutorial. Also das ist die Homepage. Sieht ein bisschen, ja, UI ist ein bisschen okay, aber geht schon klar. Wenn du auf Search drückst, kommst du quasi auf die Homepage. Hier werden dann ich sag mal, most recent Animes teilweise dann auch die ganzen Clips und die einzelnen Animator und Namen und so weiter hochgeladen, die ganzen Tags und so weiter.
Also was dann auch teilweise in der Szene enthalten ist, ob da jetzt Explosionen, Effekte, Feuer, was erwähnt etc. Oder CGI drin ist etc. Das wird dann auch alles hier in dieser Bibliothek auf Sakugaburo festgehalten. Und ich möchte euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr irgendwas sucht oder ihr möchtet irgendwas lernen, hier sind auch teilweise auch Disney-Animationen und alles mit drin. Das heißt, es ist nicht, Sakuga betrifft nicht nur japanische Animation, sondern gute Animation ist ja auch natürlich im amerikanischen, im französischen Bereich. Da gibt es super gute Studios in London, also in England etc. Also es gibt da, überall gibt es ja auf dieser Welt zum Glück zig viele gute Studios. Und viele dieser guten Animationen werden auch meistens dann hier festgehalten. Ne? Und wie gesagt, grundlegend ist auch egal, ob es jetzt asiatisch oder beziehungsweise aus dem europäischen oder amerikanischen Bereich kommt. Großteils der Sachen finden sich auf jeden Fall hier wieder. So, wie kann man sich jetzt auf dieser Seite orientieren? Ne? Man möchte jetzt zum Beispiel das eine oder andere finden. Man möchte zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, den einen oder anderen Animator auch finden oder diese eine Szene, die einem im Kopf hängen geblieben ist, nachdem man diesen, ich sag mal, coolen Kampf gesehen hat oder zum Beispiel diese super wholesome, traurige Stelle oder so, wo das Character-Acting super gut war und der Charakter sich, was weiß ich, die Seele ausweint oder so. Und dann fragst du dich, hey, ja, wie finde ich das denn jetzt hier? So, zunächst einmal hilft es dir auf jeden Fall, den Namen der Show zu kennen, wo du einen Clip natürlich her hast oder an den du dich da zurückerinnerst. Den kannst du dann hier bei der Searchbar eingeben. Ein kleiner Haken gibt es wohl, zum Beispiel wenn ich jetzt Demon Slayer eingebe, ne, muss zwischen dem Demon und dem Slayer ein Unterstrich sein, weil der Begriff verbinden werden muss. Der gibt mir dann jetzt hier auch direkt die Vorschläge Kimetsu no Yaiba, was natürlich der japanische Begriff dafür ist und das auch das ist, was wir suchen. Da drücken wir dann jetzt drauf, da drücken wir einmal Enter und dann zeigt er mir jetzt sämtliche Clips, die jetzt noch vor kurzem von Kimetsu no Yaiba hochgeladen worden sind. Ne? So, das heißt, das ist schon mal ganz cool. Jetzt sehe ich, ich habe jetzt noch so ein Add-on, deswegen sehe ich jetzt sogar die Punkte, die von den Leuten, die jetzt auf dieser Seite sich bewegen, vergeben worden sind für die einzelnen Szenen und teilweise möchten die Leute, die dann quasi Punkte vergeben, auch damit sagen, okay, das ist qualitativer Content, den solltet ihr euch vielleicht ansehen. Also im Endeffekt bewerten die das, um teilweise manche Animator vielleicht sogar in Szene zu setzen, die einfach echt sehr mögen. Also dann werden, natürlich entstehen da leider ein bisschen die Favoriten und der eine oder andere bleibt da ein bisschen hinten links liegen, aber trotz allem, alle Animationen oder guten, also relativ guten Animationen werden hier trotzdem zu finden sein. Und teilweise auch viele Animator, die, wo ich mir denke, zum Beispiel, da bin ich zum Beispiel ein bisschen traurig oder so, dass der eine oder andere den nicht kennt. Aber ja, das ist natürlich dann wieder meine Geek-Meinung. Das ist ein bisschen zu weit. Auf jeden Fall, wie gesagt, Kimetsu no Yaiba eingegeben. Auf der linken Seite findet man schon eine Liste von Animator. Die sind dann quasi die Animator, die dann wahrscheinlich an irgendeiner von den Sachen hier gearbeitet haben. Hier in Pink siehst du nochmal die Serie, beziehungsweise den Namen der Serie. Hier steht dann, ja, sind dann die ganzen Tags, also was dann teilweise in den Szenen zu finden ist. In 6 der Szenen zum Beispiel findest du Sparks, in 86 der Szenen findest du Effekte. Natürlich sind fast alle Szenen animiert, deswegen ist überall der Animated Tag. So, und dann könnt ihr anhand dieser Tags zum Beispiel auch weiterhin noch tiefer suchen, sagen wir mal. Wir möchten jetzt noch Effekte oder so suchen. Entweder tippst du das oben in der Searchbar ein, also du drückst dann Leertaste und benutzt dann den Begriff Effects. Oder du klickst dann halt natürlich auf die Tags, die an der Seite aufgelistet sind. Gut, also zum Beispiel Kimetsu no Yaiba oder so. Da gibt es dann jetzt zum Beispiel diesen, ich hoffe, Großteil von euch hat das schon gesehen. Ich denke mal, das ist eine ziemlich berühmte Szene. Das ist von Nozomu Abe. Und ja, ich denke mal, wenn euch die Szene hier interessiert, könnt ihr euch die hier Frame für Frame ansehen. Richtig? Da seht ihr auch genau, wie er die Effekte gemalt hat, die Shapes, die er benutzt hat. Ne? Man sieht auch ein bisschen natürlich dann jetzt auch, wo das Compositing und so weiter dann verwendet worden ist. Je nachdem, wie erfahren ihr damit seid, könnt ihr das dann natürlich auch handhaben. Und ja, dann könnt ihr halt Schritt für Schritt sehen, wie die Frames teilweise dann hier genutzt worden sind. Und hier zum Beispiel wurden echt wenige Keyframes teilweise, also für den Charakter gezeichnet.
Denn die In-Betweens wurden alle dann vom In-Betweener gemacht. Der bewegt sich dann einfach nur noch langsam von einer in die nächste Pose, also um dann einfach diesen Slow-Motion-Effekt dann darzustellen. Der Feuereffekt an sich, der bewegt sich ein bisschen aktiver, ist aber auch, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ist das ein Loop? Ah ne, ich glaube, das sind auch einzelne Frames. Da sind jetzt keine Loops dabei, aber dann kann man halt dann auch feststellen, wo dann zum Beispiel eine Loop ist, Frames oder Details, die sich dann wiederholen oder dergleichen, ne? Etc. Und hilft auf jeden Fall, Sakugaburo zu nutzen. Empfehle ich sehr. Wie gesagt, ihr könnt auch Disney finden. Disney-Clips zum Beispiel. Ich möchte jetzt was von Tarzan oder so sehen. Und dann findest du ja auch teilweise die ganzen Pencil-Tests von Glenn Keane. Man sieht dann auch ganz stark, wie er die Strokes und so angesetzt hat und wie er dann teilweise hier die groben Züge gemacht hat. Also man findet ganz viele Produktionsmaterialien, die man unter anderem unter dem Produktionsmaterial-Tag quasi auch suchen kann. Den Tag gibt man dann einfach mit hier noch dabei. Produktionsmaterial und dann, keine Ahnung, vielleicht gebe ich jetzt von Naruto, will ich jetzt Produktionsmaterialien sehen. Dann findet man die ja hier auch. Und die geben natürlich dann noch weitere Einsicht, wie die Szenen dann geplant und gehandhabt worden sind. Zum Beispiel, das ist eine schön simple Szene. Das ist einfach nur ein Charakter, der in der Mitte auf einem Stein steht. Bisschen Wasser läuft so, ne, die Haare bewegen sich und die Klamotten bewegen sich ein bisschen. Und dann ist das einfach nur noch ein Close-Up-Face. Ne? Ist auch sehr lehrreich, denke ich. Sehr simpel gehalten von dem Animator hier. So viel dazu. Also hierfür könnt ihr auf jeden Fall viel recherchieren, viele Clips als Inspiration nutzen. Wie gesagt, Link ist auch in der Beschreibung. Und ja. Oh, hello Hero. Thank you for coming around. But today is German stream. Ja, ich habe nur einen neuen Bildschirm quasi. Also ich nutze zwei Bildschirme. Ja, ich habe die ganze Zeit Sakugaburo geöffnet gehabt, aber ihr habt nichts gesehen. Fuck! Ich hab's vergessen. Ich stream gar nicht im Bild. Ah, scheiß drauf. Ja, auf jeden Fall könnt ihr auf Sakugaburo gehen. Warte, ich stream's jetzt noch einmal vernünftig. Zeig's euch nochmal. God damn it, Chris. God damn it. Ich hab verkackt. Ja. Den anderen Leuten werde ich Bescheid sagen, dass sie doch mal skippen sollen oder so. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt gar nichts gesehen. Ich hab euch fertig gemacht. Ja, Sakugaburo. Machen wir mal eben kurz. Warte mal eben. Ja, ich ändere mal eben kurz den Bildschirm auf die Bildschirmaufnahme. Sekunde. Wunderbar. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass jetzt nicht auf einmal irgendein NDA-Fenster ein Fenster öffnen, wo NDA-Stuff drin ist. Okay. Jetzt solltet ihr es aber sehen können, Alter. Ja, scheiße, ich hab's nicht gerafft, Bro. Ich hab's einfach nicht gerafft. Ja, ich wollte nur vorsichtig sein. So. Endlich weiß er es. Ja, das bin typisch ich. Ich bin ein total verpeilter Mensch. Ich bin super chaot. Es passiert. Sowas kann nur mir passieren. Denn. Nein, es liegt natürlich an euch. Also, ihr seht jetzt mein Fenster. Ihr seht jetzt Sakugaburo. Wie gesagt, hier auf der linken Seite habt ihr die Searchbar. Hier oben gebt ihr den Titel ein, den ihr quasi haben wollt. Was weiß ich, ob es jetzt Tarzan, Naruto ist oder vielleicht auch nur ein Animator-Name. In gelb sind die ganzen Animator-Namen hier auf der Seite, wie ihr sehen könnt. Lila ist dann der Titel quasi von der Serie oder dem Film oder was auch immer ihr da nachguckt. Auf der linken Seite seht ihr dann die ganzen Tags hier nochmal. Also das ist genau das, worüber ich gerade gesehen habe. Da seht ihr dann auch teilweise, wie viele Produktionsmaterialien zum Beispiel jetzt hier für Tarzan vorhanden sind. Hier sind jetzt 21 aufgelistet. Dann wird auch noch gezeigt, dass es halt Western-Cartoon ist. Dementsprechend steht dann hier noch der Western-Tag dabei, etc. Also zeigen wir dann nochmal. Dann gebe ich nochmal eben kurz auf die anderen beiden Animator ein, die ich gerade gezeigt hatte, welche Okiura waren und Dingens. Tut mir leid, ich hab's echt. Ach, scheiße, Mann.
Ah, es tut mir so leid, Leute. Ich bin echt schlimmer Mensch. Auf jeden Fall, Hiroyuki Okiura, Cowboy Bebop Opening, der Film. Ich empfehle euch sehr, den Film anzusehen. Okiura ist sehr auf Realismus basiert. Er animiert auch sehr viele Crowds, was ziemlich anstrengend ist, weil das halt so viele Charaktere sind. Aber man hat auf jeden Fall dieses realistische Gefühl in den ganzen Schnitten dabei. Ne? Also wie gesagt, realistischer Animation-Stil Richtung Straight Ahead, würde ich sagen. Wenn du Straight Ahead wirklich bis zum Maximum folgst, sage ich mal, und auch Post-to-Post mit gut einbeziehen kannst, kannst du ein super starker Realismus-Animator werden. Aber wie gesagt, man muss halt echt viele Bilder zeichnen, um viel von der Bewegung darzustellen. Ne? Okay, das wäre dann dazu. Und dann wollte ich euch nochmal Kanada zeigen. Yoshinori Kanada, den ich auch gerade noch angesprochen hatte. Da möchten wir ja. Upsala, falscher Titel. Mein Dings ist gesprungen. Möchte ich nochmal zu aufschließen. Wie gesagt, er hat diesen Snappy-Style so dazu. Wir mal hier. Ist halt wirklich so, wie sich das dann von einem Keyframe zum nächsten dann teilweise pusht. Okay, jetzt ist vielleicht nicht die beste Stelle. Ja, hier zum Beispiel. Das ist aber auch ziemlich gut in between, muss man dazu sagen. Ist dann wirklich dieser Post-to-Post-Style teilweise. Siehst du, der hält jetzt hier den Frame für eine lange Zeit, um den Schlag natürlich schön umzusetzen. Und dann macht das hier nochmal. So kannst du das quasi verstehen. Das ist ein bisschen, hat er mehr diesen Comic-Style. Dann zum Beispiel gibt es dann noch Sushio, der auch ziemlich in diese Richtung geht. Sushio ist generell ziemlich krasser Animator auch, muss man dazu sagen. Hat auch bei Tengen Toppa Gurren Lagann viel gemacht. Ist auch ein Trigger-Animator. Ich glaube, der war auch schon zu Gainax-Zeiten, war dann natürlich auch schon mit dabei, glaube ich. Aber man sieht halt hier Pose to Pose. Man hat quasi erst hier Pose 1, Pose 2 und Pose 3. Quasi könnte man sagen. Oder beziehungsweise Schritt Nummer 3. Also von der Bewegung her. Ziemlich gut zu sehen, finde ich. Hier genauso. Zum Beispiel hier ist der hier hin. 1, 2 und 3, wenn die Faust nach vorne kommt quasi. Frames werden immer so gehalten. Sehr gut auf jeden Fall. Das sind Post-to-Post-Animator für euch. Da würde ich, also das ist so, aber wie gesagt, teilweise, die können bestimmt auch straight ahead animieren, wenn die wollten. Aber die haben dann mehr diesen stylistische, mehr auf Konturen der Figuren und auf diese krassen Edges und diese super sick Outlines und so weiter. Die sind dann eher in die Richtung orientiert teilweise und das ist auch teilweise dann dieser cartoonische Stil, der dann auch teilweise von einem Studio dann vertreten wird, von Studio Trigger. Ne? So. Also es gibt auf jeden Fall, ich denke mal, also ein paar von den Namen scheint ihr auch schon mittlerweile zu kennen. Ja genau, Mainami ist guter Post-to-Post, Yoshiyama bestimmt auch. Ihr habt jetzt zwar nichts zu dem gerade im Kopf, aber wenn ich bestimmt einen Clip von dem sehe, werde ich wahrscheinlich sofort ja sagen. Und da sind wir dann quasi mit Post-to-Post und Straight Ahead, haben wir mal eben kurz nochmal das nochmal eben kurz aufgegabelt, damit man jetzt auch den Zusammenhang besser versteht. Wie gesagt, Sakugaburu, sehr einfach zu nutzen. Link ist in der Beschreibung. Schaut euch da mal ein bisschen um, klickt euch mal ein bisschen durch. Ne? Auf jeden Fall nutzt es als Referenzen und ja, ihr könnt halt, wie gesagt, Frame für Frame hier mit diesen Pfeilen, Bild für Bild dann durchgehen, durch die Clips. Jetzt bei mir laggt er gerade so ein bisschen. Aber das geht auf jeden Fall. Notfalls könnt ihr euch auch den Clip runterladen auf der Seite und so. Also das ist alles hier ziemlich einfach zu mitzunehmen. Und noch, wie gesagt, guter Ratschlag, guckt euch Produktionsmaterialien an. Das ist zum Beispiel jetzt auch von einem anderen deutschen Animator gemacht worden, der jetzt an One Piece Episode 1036, glaube ich, jetzt mitgearbeitet hatte.
mitgearbeitet hat, das ist der Emi. Und er hat jetzt zum Beispiel diese Sanji-Szene dann jetzt hier animiert. Und da seht ihr jetzt quasi seine Key-Animation, die er gemacht hat für One Piece. Und ja, so viel dazu. Ne? Es gibt also schon, bin ich der einzige Deutsche, der es mittlerweile geschafft hat. Es gibt halt schon eine sogar mehr als eine Handvoll von Leuten, schon fast 10, 11 Leute, die schon Produktionserfahrung haben. Ne? Ja. Ja. Dann seht ihr ja auch zum Beispiel hier die Clips von Tatsuya Yoshihara wurden heute hochgeladen, die ganzen Cuts, die er gemacht hat für Chainsaw Man Episode 1. Ich weiß nicht, ob das alle sind, ich denke mal nicht, aber auf jeden Fall ein paar davon. Dann Kuki Fujimoto hat ja ganz viel für Chainsaw Man gemacht. Er hat auch viel für Jujutsu Kaisen gemacht. Er war die ganze Zeit von Anfang bis Ende dabei. Ist wahrscheinlich auch starker Inhouse-Animator für MAPPA. Shun Enokido ist auch ziemlich guter Animator. Ist auch teilweise immer bei den ganzen. Er ist teilweise für die ganzen Fate Grand Order CMs und so verantwortlich. Also. Die ganzen Namen sagen euch zwar jetzt alle so nichts, aber wenn ihr euch da mal ein bisschen mit befasst oder so irgendwann, merkt ihr euch den einen oder anderen. Mein Cut bei der AOT Final Season war sehr clean. Ich habe nur Layout gemacht, ich habe da gar nicht viel mit zu stecken. Eigentlich ist es echt nicht gut geworden, bin ich ganz ehrlich. Ja, okay, Chainsaw Man, okay, sorry, dass ich das jetzt gezeigt habe. Das ist echt ein Spoiler. Scheiße, hast mich erwischt. Ja, aber ey, da kommt ja jetzt nächste Woche wieder eine neue Folge raus. Ja, hier wieder was Neues. Also die läuft ja jetzt gerade zum Glück noch. Und ja, dass der mit Chainsaw Man Chainsaws hat, so ist ja jetzt auch keine Überraschung. Ja, genau, war ja nur Gemetzel. Mir juckt's halt. Zeig euch mal was Krasses. Wenn ihr super Animator werden wollt, also es gibt diesen Animator, der heißt Kiyotaka Oshiyama. Der ist nebenbei auch momentan der Monster-Designer für Chainsaw Man. Der macht so die ganzen Monster-Designs so für Chainsaw Man. Super krasser Animator. Arbeitet halt auch für Ghibli und so. Also schon seit ein paar Jahren, glaube ich. Ich weiß nicht, bin mir jetzt nicht sicher. Aber Junge, der ist anders, der Mensch. Der ist wirklich anders. Also, da kann ich irgendwie nicht genau beschreiben, wie dieser Typ das überhaupt macht. Sekunde. Also erstmal alles, worauf du draufklickst, alles ist super krass. Aber wenn du dann sowas siehst, Junge, das ist aber bei dir. Das ist ohne Scheiß, Junge. Das ist das, wovor ich so viel Angst hätte, sowas zu machen. Weil das ist halt, du musst einfach all diese Hunderten von Charakteren malen dann. Das Layout ist so gefüllt und du musst so fein sein mit deinen Linien, weil da halt auch so viele Details und so. Allein guck mal, die Frau, die dann hier vorbeikommt mit ihrer blöden Handtasche, guck mal, was sie dann für komische Flower Design auf ihrem Kimono hat und so. Junge, krieg ich ja schon ohne Scheiß, ne? Ich kann eigentlich direkt heulen. So. Natürlich sind die Designs ziemlich einfach gehalten, aber es sind trotzdem halt mehrere hunderte Charaktere, die sich innerhalb des Bildes bewegen. Und das ist so, wo ich mir zu denken gebe, wo ich mir denke, okay, yo, also das ist schon ziemlich, als Animator, wenn du da angekommen bist, bist aber auch schon seit Jahren mindestens dabei, so, also seit 10, 20 Jahren vielleicht. Und da sitzt du auch bestimmt einen Monat lang dran oder so an so einer Szene, ey. Vielleicht an dem einzelnen Cut sogar. Also das ist schon unglaublich, mit was wir Details der teilweise arbeitet, ne? Und dann auch diese kleinen Feinheiten. Auf jeden Fall, wie gesagt, so Crowd Animation ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ihr jemals Animator werden wollen würdet. Crowd Animation ist quasi der Giga-Chat von Animator. Weil wenn ihr das animiert, habt ihr wahrscheinlich das Schwerste animiert, was ihr wahrscheinlich animieren könnt. Weil keiner will Crowd-Animations animieren. Deswegen wird ja auch so viel CGI teilweise in den ganzen Animes heutzutage genutzt im Hintergrund oder so, um Menschen zu zeigen.
Mit den Projekten und so erzählen kann ich gleich alles machen. Wir gehen quasi die ganzen Sachen durch, auf die ich jetzt hier gerade eingehe. Ne? Man muss auch dazu sagen, ich bin sehr oberflächlich noch mit den ganzen Sachen. Also ich versuche jetzt eigentlich nur eine Grundlage bzw. eine Richtung zu geben, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, was zu tun ist oder wie man dann wenigstens damit anfangen kann oder was da alles an Informationen quasi im Internet kursieren und so. Das ist ja der Sinn des Streams im Endeffekt. Das ist jetzt nicht quasi eine komplette Einführung in eine Animation, also eine komplett 100% Einführung, sondern wirklich nur Richtlinien und, ich sag mal, Checkpoints, die ihr euch dann selber stecken könnt, damit ihr dann quasi so eine Richtung habt, einen kleinen Weg und auch Ressourcen, die auf die ihr zurückgreifen könnt, die euch dann helfen, quasi sich in die Richtung weiterzuentwickeln. Wenn ihr natürlich irgendwelche Fragen oder so habt, die klären wir entweder nachher oder ihr schreibt mir irgendwann eine DM oder so bei Instagram oder was weiß ich oder bei Twitter. Und möglicherweise machen wir bestimmt nochmal einen deutschen Stream. Da gehen wir dann nochmal vielleicht auf ein paar Sachen ein oder ich zeichne dann einfach ein bisschen und zeige die Tools nochmal auf Deutsch. Habe ich zwar alles schon auf Englisch gemacht, also falls ihr ein bisschen Englisch bewandt seid, empfehle ich euch die vorherigen Streams mal durchzuklicken. Die ersten haben sogar Timestamps und alles, die ersten paar Streams. Und die sind auch sehr auf das Grundfundament, wie Basics of Animation und so, gehen die dann auch teilweise ein, etc. Gut. Crowds, ja, teilweise nicht wirklich Crowd, das waren so 10 oder 20 Leute, zum Beispiel in einer Szene, die haben sich jetzt auch nicht allzu viel bewegt, aber ich habe auf jeden Fall schon viele Szenen gehabt, wo ich echt die Charaktere mehrere hunderte Male oder so zeichnen musste. Also davon habe ich auf jeden Fall auch ein paar Action Sequenzen schon hinter mir und besonders, also wenn man jetzt auf dem, ist schon einiges gemacht. Gut, nachdem wir uns jetzt informiert haben, so, wir haben jetzt verstanden ungefähr, was 2D-Animation ist, wir haben jetzt ein bisschen 2D-Animation gelernt, weil wir jetzt Animation-Basics und Zeichnen-Basics uns mit befasst haben. Wir kennen uns ein bisschen mit Sakugaburo aus und den Tags und dahinter und mit den einzelnen Bereichen, die man lernen kann, also wie jetzt, sag ich mal, Action, Acting, Effekte, Backgrounds etc. Wir haben uns jetzt so ein bisschen orientiert, sagen wir mal, und jetzt möchten wir unsere Sachen langsam mal an den Mann bringen, ne? So, und natürlich gibt es nichts Einfaches, als die Sachen heutzutage auf Social Media hochzuladen, ist ja klar, ich denke mal, das ist euch alles sehr bewusst, ich meine, wie habt ihr mich auch anders gefunden? Und ja, wenn ihr dann bereit seid, naja, ihr müsst nicht unbedingt bereit sein, weil bereit ist man irgendwie nie, aber wenn ihr dann Bock habt, dann geht ihr hin und dann postet ihr euren Stuff online. So, und dann über euren Stuff online baut ihr euch dann langsam immer mehr weiter ein Portfolio auf. Ich meine, umso mehr Zeug in eurem Medientab nachher zu finden ist, umso mehr Potenzial habt ihr dann quasi auch den einen oder anderen Kunden oder beziehungsweise vielleicht sogar Online-Freund oder so zu treffen, weil manche andere Leute möchten sich ja auch über Animation verbinden, über das Internet, über Twitter oder Social Media und ich denke mal, viele von euch haben auch mittlerweile schon Internetbekannte, die auch auf Discord dann unterwegs sind und ja, man möchte dann seine mit Animation kommuniziert man auch so ein bisschen, man stellt sich ja ein bisschen da, man stellt sich ein bisschen zu schauen, man zeigt ja, was man für Interessen hat, was man gerne animieren möchte, ne? Mir ist es auch scheißegal, was ihr macht. Also ihr könnt von mir aus wirklich alles machen, was ihr wollt. Es kann halt auch not safe for work oder so sein, wenn ihr damit Geld verdienen wollt und das für richtig erachtet, ist das vollkommen legitim. Das ist ja jetzt so an sich hoffentlich nichts Kriminelles dran. Naja, bei manchen Bereichen, das ist natürlich sehr fragwürdig, was, ob das nicht kriminell ist oder nicht. Aber wie gesagt, das ist dann ja eure Sache. Das ist halt nicht mein Bier. Ihr dürft damit Geld verdienen, ihr könnt das machen. Ich respektiere da jeden Artist in der Form, wie er sich da quasi, wie er sich dann quasi da geben möchte oder beziehungsweise was für Interessen er hat, soll er machen. Ne? Vollkommen legitim und all das ganze Wissen, was ihr dann quasi habt, könnt ihr halt natürlich auch dafür nutzen, für eure Interessen, die ihr Lust habt. Ob es jetzt, wie gesagt, so Action ist oder ob ihr wirklich in Anime arbeiten wollt oder ob ihr dann doch an amerikanischen Serien wie Castlevania doch lieber arbeiten wollt, oder ob ihr dann hingeht, ob ihr dann für irgendwelche Werbungen oder so lieber arbeiten wollt, für Adidas oder was weiß ich. Wenn ihr halt bestimmte Dinge könnt, wie zum Beispiel ein paar Effekte malen, ein paar Figuren animieren und ein paar Charaktere zu zeichnen und das auch relativ eine relativ bestimmte Qualität erreicht,
dann werdet ihr in der Lage sein, viele Jobs aus allen Richtungen der Welt wahrscheinlich sogar in Angriff nehmen zu können. So. Ja, so viel dann zu Social Media. Benutzt ihr dann einfach, um zu connecten dann quasi, auf Leute zu treffen, einen Einblick auch teilweise in die Industrie zu bekommen, weil auch viele Informationen, viele Ressourcen teilweise auf Social Media auch verbreitet werden, wie zum Beispiel die ganzen Originalbilder von Chainsaw Man oder was weiß ich für eine Serie, die ihr gerade guckt, oder von Mob Psycho laufen, werden auch Originalbilder. Alles wird da teilweise hochgeladen. Da seht ihr dann auch viele andere Artists und Animator, denen ihr dann folgen könnt, von denen ihr eine Menge lernen könnt, weil ihr vielleicht mögt ja auch den einen oder anderen Artist so sehr, dass ihr gerne die Sachen von dem sogar studiert und an ganz viel Wissenswertes mitnehmt. Vielleicht kommt ihr auch in Kontakt mit dem und der, keine Ahnung, trainiert euch sogar persönlich oder ihr trainiert mit ihm zusammen. Ne? Keine Ahnung, dann werdet ihr halt zusammen coole Künstler und habt einfach Spaß zusammen. Eine andere Sache, die ihr dann zum Beispiel auch machen könnt, dann, wenn ihr zum Beispiel dann am Connecten seid oder so, dann halt über den Discord-Server und so weiter austauschen, dann gibt es noch die App zum Beispiel, die heißt Drawpile. Schreibe ich einmal auf. Könnt ihr nachher mal nachschlagen. Drawpile heißt die eine App. Da könnt ihr auf dem gleichen Canvas, also auf dem gleichen Papier quasi, mit anderen Leuten zeichnen. Live. Ist auch sehr cool. Habe ich auch viel durchgelernt, ehrlich gesagt, weil man kann echt extrem viel Zeit damit dann verbringen, mit anderen Leuten da in diesem Chatraum zu sitzen, Musik zu hören, über ein paar Dinge zu quatschen und dann zusammen Dinge zu malen. Der eine malt dann vielleicht dann auch mal ein paar lustige Sachen oder vielleicht sogar ein paar Memes und dann hat man auch ein bisschen was zu lachen. Und das ist dann auch total entspannt und wahrscheinlich auch ein ziemlich guter Ausgleich zu Videospielen, meiner Meinung nach. Die halt teilweise, wenn die online competitive sind, sehr toxisch werden können. Ne? Also, naja, aber wenn ihr dann halt lernt zu zeichnen, könnt ihr auch Video-Fanart machen. Ihr könnt auch Videogame-Fanart machen. Ihr könnt auch Videogame-Tributanimationen machen, etc. Je nachdem, was für Projekte ihr dann euch dann quasi ausdenken wollt. Ne? Wenn ihr zum Beispiel ein bestimmtes Spiel habt, das euch eure Kindheit im Endeffekt war und ihr habt da so viel Liebe zu, könnt ihr halt darauf hinarbeiten, dafür dann irgendwann mal einen kleinen Kurzfilm zu machen. Ne? Gut. So, jetzt haben wir also den Start quasi im Endeffekt so komplett abgerundet. Jetzt gehe ich langsam in die professionelle Schiene. So, jetzt möchte ich langsam über die Animationspipeline an sich reden. Und da möchte ich jetzt dann teilweise dann auch auf ein paar Sachen eingehen, die dann auf euch zukommen werden, falls ihr dann halt so weit seid. Das ist jetzt nur für die Leute, die wirklich jetzt hingegangen sind, wahrscheinlich 2, 3, 4 Jahre oder so geübt haben und oder vielleicht sogar schon nach einem Jahr. Ich habe auch welche getroffen, die haben nach einem Jahr schon ihre ersten Anime-Jobs oder so dann gefunden. Nachdem die ein Jahr lang wirklich viel animiert und gezeichnet haben, hatten die dann die Möglichkeiten bekommen. Es gibt natürlich auch viele Jobs, die halt auch sehr einfach sind und wo das, ich sag mal jetzt, die Anforderung nicht so hoch ist. Ne? Aber die Jobs braucht man. Ne? Ich habe ja auch solche Jobs habe ich dann teilweise auch angenommen, um einfach den Fuß in die Tür zu bekommen. So, aber wie gesagt, so das. Da kommen wir jetzt zur Animationsproduktionspipeline. Da gebe ich euch jetzt eine schnelle Zusammenfassung für quasi. Weil das ist im Endeffekt gar nicht mal so kompliziert. Also, zunächst einmal, das Erste, was passieren wird, ist, du kommst in Kontakt mit einem Produktionsassistenten oder einem Produktionsmanager. Ne? Und der fragt dann, hey, wie sieht's aus? Hättest vielleicht Lust für japanische Anime zu animieren? Die sehen jetzt auf deinem Portfolio, dass du dich schon an japanische Animation versucht hast, dass du schon Second Key gezeichnet hast mit Cell Shading, also schon relativ saubere, klare Sachen. Und die denken sich dann, okay, das sieht schon vielversprechend aus, vielleicht schafft es ja für uns in der Produktion sich zu beteiligen. So, du wirst eingeladen und das Erste, was passieren wird, ist, dass sie sagen werden, okay, hör mal, wir möchten vielleicht sogar ein Meeting mit dir haben oder wir senden dir Storyboards. Die Kommunikation wird wahrscheinlich entweder auf Englisch stattfinden oder über Google Translator im Endeffekt. Das heißt, mein Tipp ist auch, wenn ihr dann Google Translator benutzt, tippt die Sachen in dem ganz höflichen Deutsch ein und manchmal hat man dann bei DeepL oder Google Translator dann teilweise akzeptable Ergebnisse, die verständlich sind zur Kommunikation. Die Sache ist halt,
So an sich wird es halt total computermäßig klingen für die Japaner und die denken, aber ihr müsst euch jetzt nicht Gedanken darüber machen, dass es zu unhöflich ist, weil im Endeffekt, ihr könnt ja nichts dafür, es ist halt kein, also es ist jetzt nicht must have Japanisch zu sprechen quasi, also die werden dir jetzt keinen Kopf dafür abreißen, die sind dafür einfach nur glücklich, dass du halt helfen möchtest, dass du dich beteiligst und dass du Arbeit abliefern möchtest. So, nachdem du dann die Kommunikation stattgefunden hat, würde ich wahrscheinlich auch direkt schon anfragen, wie viel Geld du eigentlich verdienen willst. Die ersten Jobs würde ich jetzt nicht viel am Preis rütteln oder so, die werden wahrscheinlich echt unterbezahlt sein, aber du möchtest ja auch erstmal deinen Fuß in die Tür bekommen und du wirst wahrscheinlich auch eine Menge lernen bei den ersten Jobs. Das heißt, du wirst teilweise mit der Education dann bezahlt. Du kannst dir vorstellen, du bist dann die ersten paar Jobs vielleicht in so einer Art Ausbildung. Also wirst dann wahrscheinlich auch so in die Richtung bezahlt. Nur aufpassen, dass sie das auf Dauer nicht die ganze Zeit mit dir machen. Außer du gehst quasi nachher hin und du wirst auf einmal so schnell, dass du die ganzen Cuts oder so innerhalb einer Stunde oder zwei Stunden mal eben so rausballern kannst. Oder so. Dann wird sich das wahrscheinlich sogar noch super rentieren. Dann kannst du wahrscheinlich sogar echt noch Geld damit machen. Sagen wir mal so, die Cuts müssen ja auch nicht kompliziert sein. Die Cuts können ja auch jeweils nur einen einzigen Frame haben, wo der Charakter stillsteht oder vielleicht nur den Mund bewegt. Ne? Das heißt, die Cuts könnten auch teilweise relativ simpel sein und dementsprechend kann der Preis dann dementsprechend dann differenzieren. So, für mich persönlich natürlich jetzt war das Problem, dass es natürlich teilweise echt wenig Geld war, weil ich Action-Animator sein wollte oder Action-Animator bin. Und generell auch meine Sachen, ich mag es einfach, wenn die Sachen zum Leben kommen und wenn die sich viel bewegen, weißt du? Und dementsprechend habe ich dann einfach gesagt, okay, können wir machen, die ersten Jobs, aber ab einem bestimmten Punkt habe ich gesagt, so, ich frag jetzt nach mehr. Und jetzt, mittlerweile gehe ich quasi hin und ich verlange jetzt halt einen gewissen Standardpreis. Zum Beispiel pro Cut, sage ich mal, Gengar und Layout, sind das so knapp 17.500 Yen, die ich jetzt zum Beispiel bei One Piece oder so dann verdient habe. Und dann sage ich mal, so 15 Cuts, hast du eigentlich einen anständigen Betrag. Da sitzt du dann wirklich so eineinhalb Monate ungefähr dran, bis du so kommst, du, sag mal, wie viel Geld ist das? 5, vernünftiger Betrag, ist auch mal so dahingestellt, ne? Ungefähr bei 270.000 Yen oder so. Sind ungefähr knapp 2.200 Euro vielleicht, wenn ich das jetzt in der Umrechnung richtig habe, vielleicht auch 2.000. Je nachdem, kann auch sein, je nachdem, wie viel der Yen gerade auch wert ist und so weiter. Die Währung ändert sich ja auch so ein bisschen. Die müssen natürlich dann auch noch das Geld konvertieren, da geht dann auch noch ein bisschen was weg. Ne? Das wäre dann so das Weiteren, das ich komme damit auf jeden Fall gut zurecht. Ich muss auch dazu sagen, dass ich natürlich manchmal auch mehrere Projekte gleichzeitig ausführe. Und dementsprechend rentiert sich das auch ganz gut für mich. Man muss auch sagen, dass der Patreon mich auch schon ziemlich unterstützt. Ich bin auch sehr dankbar an all die ganzen Leute, die mich da unterstützen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, Patreon auf jeden Fall. Kickstarter und all die ganzen anderen Sachen sind auf jeden Fall für euch auch eine Option, wenn ihr zum Beispiel dann Kurzfilme und dergleichen machen wollt oder bestimmte Projekte in Angriff nehmen wollt, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, sich sowas zu machen. Und das wird euch finanziell auch so ein bisschen unterstützen. Nun gut, mit dem Produktionsassistenten geredet, Bezahlung ausgehandelt und Job angefangen. Geht's dann jetzt los mit dem Layout, was wie gesagt die grobe Animation ist. Der hatten wir ja gerade schon angeschnitten gehabt. Du bekommst ein Storyboard und über dieses Storyboard fängst du an, das Layout zu zeichnen. Das heißt, du fängst die groben Züge zu machen, bewegst die Charaktere. Vielleicht bewegst sie auch nicht. Vielleicht soll sich da auch gar nichts bewegen. Was weiß ich. Ne? Je nachdem, was in der Szene gerade stattfinden soll. Vielleicht ist das auch nur eine Sicht auf den Schulhof. Und im Endeffekt macht der Background Artist den Rest.
Und dann ist da vielleicht eine Kamerafahrt oder so. Die bewegt sich von links nach rechts. Ja. Nachdem das passiert ist, werden deine Sachen dann zum Director zu den Directors geschickt. Du hast da einen Animationsdirektor, du hast einen Art Director, du hast einen Chief Director, du hast wahrscheinlich den Senior Art Director vielleicht nur sogar noch. Aber also, dann gibt es dann auch diese verschiedenen Rollen. Und die gehen alle über dein Zeug drüber. Alle gucken sich das an. Alle denken sich, Alter, was ist das für eine Rotze, die der mich hier eingesendet hat? Dieser dumme Spasti. Warum versaut er uns die Produktion? Nein, Spaß. Auf jeden Fall gehen die hin, die machen all deine Sachen viel schöner und viel besser und viel toller. Und dann malen die halt dir ganz viele coole Bilder teilweise. Also ich habe schon echt ein paar coole Korrekturen bekommen, wo ich mir sagen musste, Alter, ein Traum. Ja, und diese Korrektion, die helfen dir dann, deine Szene um einiges zu verbessern. Und die geben dir dann schon ein gutes Stück Hilfe. So, dann, nachdem die dir die Hilfe quasi gegeben haben und du fängst ja mit deinem Gengar an, ne, dann machst du halt dein Gengar und das Gengar dauert ewig lange, weil ohne Scheiß die ganzen Details sauber und vernünftig zu malen und ohne dass die Linien zu sehr überlappen oder ungenau sind, weil das möchtest du nämlich extrem vermeiden. Du möchtest wirklich saubere und wirklich klare Zeichnungen haben im Gengar. Das ist sehr wichtig. Da gehst du dann quasi auch teilweise hin, je nachdem, wie weit du es halt pusht, zeichnest du vielleicht sogar ein paar von den In-Betweens sogar noch, je nachdem, wie viel Kontrolle über die Bewegung haben willst. Stichwort straight ahead. Wenn du Post-to-Post bist, machst du dir darüber weniger Gedanken. Da gehst du dann quasi hin und dann übernimmst du dann nur die Keyframes. Ja. Und dann bist du eigentlich auch als Key-Animator fertig mit deinem Job. Dann hast du alles getan, du hast dann dein Gengar gemacht, das hast du dann rübergesendet, das haben die sich dann das gucken sich dann wieder an, das wird dann halt nochmal dann überarbeitet, da geht dann jeder nochmal drüber, quasi im Endeffekt, da kommen dann nochmal Korrektionen vielleicht sogar zu. Je nachdem, ob die das halt für wichtig oder für notwendig erachten oder eben nicht. Oder ob auch die Zeit da ist, ist natürlich auch die Frage. Ne? So, nachdem das dann passiert ist, geht es dann halt weiter zum Doga-Department. Und das Doga-Department, da zeichnen die über alle deine Zeichnungen nochmal drüber. Du hast sie zwar schon relativ clean gemacht, aber die machen die noch cleaner. Also die gehen dann wirklich mit Vektorlayern drüber. Und die füllen dann auch die zeichnen auch die ganzen Schatten und so weiter nach, die in-betweenen dann für dich in der Phase der Doga Animator. Und ja, so, das wäre dann auch die Aufgabe schon vom Doga gewesen. Er macht in-between und Cleanup. Und dann wird das dann zum Color Department weitergesendet. Dann hat man dann bestimmte Color Paletten für Charaktere, auch zu bestimmten Tageszeiten. Da werden dann die richtigen Farben dann ausgewählt. Und dann eingefüllt. Dann wird nur noch ganz viel mit Bucket-Fill-Tool, vielleicht klick, 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 und dann werden die Farben eingefüllt. Vielleicht haben sie sogar schon, es gibt teilweise sogar schon Advanced-Tools, die auch schon automatisch teilweise Farben für dich füllen können. Und das über mehrere Frames sogar hinweg. Also ich habe jetzt nicht so viel Ahnung davon, aber ich gehe davon aus, dass es sowas schon mittlerweile gibt. Auf jeden Fall weiß ich, dass es für einzelne Frames auf jeden Fall geht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du das bisschen coden kannst oder so, kannst du da was, so ein richtig geiles Plugin oder so mal eben für machen. Bei Toon Boom habe ich auch gehört, dass man damit automatisch sogar diese Zeichnungen cleanen kann. Ja, Retas Paintman, genau, mit denen machen die das Doga. Genau, Retas Paintman ist die Software dafür. Also wenn ihr auch in Doga interessiert seid, dann könnt ihr wahrscheinlich vielleicht sogar ein paar Videos zu Retas Paintman auf YouTube finden und euch auch vielleicht da mal ein bisschen reinschauen. Ja. Und das ist im Endeffekt alles. Dann hätten wir den ganzen Weg so durchlaufen. Das wäre dann die Animationspipeline. Im Endeffekt, wenn du deine eigenen Produktionen machst, ist es wahrscheinlich nicht viel anders. Du gehst hin, du schreibst ein Skript, du zeichnest deine Storyboards, also deine Thumbnails. Dann gehst du über in deine Layouts quasi, wo du deine groben Animationen verfolgst und die Thumbnails quasi aktiv zum Leben bringst, also dein Storyboard. Dann gehst du hin und machst noch einen weiteren Pass. Dann fängst du an mit deinem Gengar und dann kannst du, wenn du jetzt Indie-Artist bist, natürlich in deinem Gengar schon sagen, das ist jetzt der finale Draft, dann kommt dann kein Doga mehr, also kommt dann kein dritter Schritt mehr, dann kannst du schon beim zweiten stoppen. Ja, also wenn du jetzt Indie deinen eigenen Kurzfilm machst, ist das halt total legitim.
Ja, aber im Endeffekt, so kreierst du ja einen Kurzfilm. Natürlich kommen dann halt noch so Sachen zu wie Backgrounds und so weiter. Die Aufgaben werden natürlich vom Studio übernommen, wenn du mit einem Studio arbeitest. Dann hast du ja deine Background-Artists. Und du, wie gesagt, kümmerst dich dann um deinen, nur um die Key-Animation. Wenn du halt für dich deinen Kurzfilm machst, musst du dich wahrscheinlich auch um deine Hintergründe und alles kümmern. Außer du hast einen Bekannten oder so, der mit dir zusammen den Kurzfilm macht oder so. Einen Freund oder einen Kollegen, was weiß ich. Dann könnt ihr euch wahrscheinlich die Arbeit auch da aufteilen. Dann für den eigenen Kurzfilm kommt dann noch Compositing dazu. Das wäre dann wahrscheinlich großteils After Effects, denke ich mal. Je nachdem, wenn du auch Blender oder so benutzt hast, kannst du auch im Blender compositen. Und dann kannst du halt die ganzen Effekte hinzufügen, kannst dann vielleicht sogar noch zeigen, wo Licht dargestellt werden soll oder wenn zum Beispiel bestimmte Dinge zu nah an die Kamera sind, dass sie dann so geblurrt werden, dass sie so unscharf werden. Oder wenn die dann weit weg von der Kamera sind und man möchte die Schärfe auf den Charakter in der Mitte, sag ich mal, oder so projizieren, dann sind die Charaktere zum Beispiel im Hintergrund dann irgendwie geblurrt und solche Sachen, die ganzen Kameratricks. Da gibt's bestimmt auch super viele Videos zu Cinematografie, ne? Die dann erklären, wie Cinematografie funktioniert. Komposition ist auch ganz wichtig zum Beispiel. Das sind auch ganz viele Sachen, auf die du Acht geben solltest in deinem Kurzfilm. Wie du zum Beispiel, wo du was platzierst, um vielleicht auch eine bestimmte Symbolik oder so in dem Bild darzustellen. Sagen wir mal zum Beispiel, dein Charakter steht an der Klippe, reißt die Arme nach links und rechts und vor ihm geht der die Sonne auf und der quasi, das soll dann symbolisieren zum Beispiel, dass das ein neuer Start für den ist und das Compositing sieht dann zum Beispiel so aus. Ne? Also jetzt meine sehr professionelle Zeichnung hier, um das hier mal darzustellen. Ne? Also hier haben wir jetzt unser Charakter an der Klippe und hier geht die Sonne auf und die ist genau über seinem Kopf hier quasi so als ob er erleuchtet werden würde. Und Jesus selber quasi ihn quasi vom Himmel aus beobachtet und keine Ahnung, vielleicht zum Essen einlädt oder so, ne? Je nachdem, was halt gerade in deiner Animation passieren soll, kann halt total random werden, kann halt auch total cool sein, aber Composition bitte auseinanderhalten, ne? Compositing ist, wie gesagt, um die ganzen Effekte nachher dann noch draufzusetzen und Compositing ist die eigentliche Bildanordnung, könnte man auch sagen. Das ist der Begriff dafür, ist ein guter Begriff dafür, Bildanordnung. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier das Compositing verändere, weiß ich, dann zum Beispiel mein Dude, der jetzt da hinten vielleicht auch einfach nur eine Stadt oder so sieht und dann siehst du jetzt, ich habe den jetzt ein bisschen nach links gestellt, damit man rechts mehr die Stadt im Fokus hat oder so, ne? Oder das sind halt, wie gesagt, das sind ja auch deine Thumbnails, in denen du dieses ganze Compositing, die Bildanordnung festhältst. Mein Gott. Ich krieg's auch immer in den falschen Hals. Compositing und Composition, Alter. Ich sag einfach Bildanordnung, Junge. Bildanordnung ist jetzt das Wort. Einfacher. Verwechselt man nicht mehr ganz so schnell. Ja, aber wie gesagt, ist auch wichtig für deine Animation, für deinen Kurzfilm. Das Compositing und Komposition an sich, beziehungsweise Bildanordnung, gehen auch Hand in Hand über. Ist auch, weil in der Bildanordnung legst du quasi schon fest, auch teilweise, wo du das Compositing und wie du das Compositing teilweise ein bisschen nutzen möchtest. Weil du ja schon festlegst, wo welche Positionen, also zum Beispiel Position von den einzelnen Figuren oder vielleicht sogar Körperteilen oder was weiß ich oder Objekten einfach so sind. Gut. Ja, wenn Raichi ein gutes Video dazu hat, definitiv mal reinschauen bei dem Kollegen. Ich denke mal, der wird sich darüber freuen, auch wenn der macht ja eigentlich auch echt guten Content, besonders zum Compositing. Der setzt sich ja mit After Effects ein bisschen auseinander. Also der wird euch da schon ganz coole Tipps geben. Ja, und ich bin Deutsch. Und der ganze Stream war jetzt eigentlich auch auf Deutsch. Gut. Ja. Kommunikation hatten wir ja gerade kurz schon angeschnitten. Wie gesagt, Englisch super hilfreich, definitiv gute Fremdsprache.
vielleicht ein bisschen dafür mal in der Schule aufpassen und dann auch vielleicht mal aktiv im Internet versuchen, mit anderen Leuten auf Englisch zu kommunizieren. Man lernt eine Menge, du findest so viel mehr heraus. Also es gibt so viele Sachen, die da aufzugabeln sind, die leider zum Beispiel, die du einfach leider nicht in Deutsch finden wirst. Englischsprache sehr gut. Wenn du Japanisch kannst, noch besser. Dann kannst du halt sogar die ganzen japanischen Produktionsbücher und all den ganzen Quatsch lesen. Du kannst dich auf Japanisch unterhalten. Du könntest vielleicht sogar nach Japan gehen und die Animation an sich studieren. Du könntest dann dahin gehen, keine Ahnung, vielleicht sogar dann in einem Studio aktiv, in-house wahrscheinlich sogar viel einfacher arbeiten, weil du halt einfach die Sprache an sich beherrschst. Du wirst dich halt viel einfacher in Japan dann auch zurechtfinden. Dementsprechend, also wenn du natürlich die Sprache kannst und du willst im japanischen Bereich arbeiten, ja, dann bist du gut am Start auf jeden Fall. Japanisch, sehr empfehlenswert, wenn du halt, wie gesagt, japanische Anime-Industrie. Wenn du natürlich in Korea arbeiten willst, in der koreanischen Anime-Industrie, ist natürlich Koreanisch eher hilfreich, aber die sprechen da auch vermehrt schon mittlerweile Englisch. Ja, Amerika braucht man natürlich Englisch. Du kannst, in Frankreich gibt es auch super starke Animationsstudios, falls du dann doch in Frankreich arbeiten willst. Ja, vielleicht auch Frankreich eine Fremdsprache, die man vielleicht lernen wollen würde. Ja, aber mit Englisch kommt man da auch schon weit. Ja, gut, das wäre dann zu den Fremdsprachen. Das ist eigentlich ein relativ kurzes und einfaches Thema. Ich denke, das ist auch relativ selbsterklärend, warum man die braucht und warum nicht. Oder warum, ja, ne, also warum die braucht, warum nicht. Das war jetzt ein bisschen blöd. Das hat irgendwie nicht mehr gepasst. Das war einfach nur langweilig, ich random gelabert. Okay, ja. Wie gesagt, wenn ihr japanische Industrie arbeiten wollt und ihr lernt Japanisch oder ihr studiert sogar noch Japanisch, boah, dann ein Traum. Weil wenn ihr sogar einen Bachelor und so weiter habt, ist es viel einfacher für euch, in das Land einzureisen, da für eine längere Zeit zu bleiben und ein Visum und alles zu bekommen. Also, wenn ihr einen Bachelor so habt, puh, Prost Mahlzeit, Alter. Ja, gut. Ich glaube, es gibt nur noch eine Thematik und die wäre so die grundlegende Einstellung. So. Jo, Jörg und Iabo. Ja, Gobelin ist eine sehr gute Uni in Frankreich. Gobelin heißt die, die wird Gobelins geschrieben, oder so in Deutsch ausgesprochen. Goblin auf jeden Fall in Französisch. Also die machen auch mega geile Kurzfilme und all den ganzen Quatsch. Wenn du Produktionsbücher oder dergleichen findest, also wirkliche Produktionsbücher habe ich so in dem Sinne nicht. Ich habe halt Artbücher und halt so Keyframe-Kollektionen, zum Beispiel von Animator Mitsu Iso. Die kann man sich online auch ganz einfach eigentlich besorgen. Dann gibt es halt so Seiten wie Mandarake und Amazon. Die kann ich nachher auch in die Beschreibung packen, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr dann nachher da mal euch ein bisschen durchklicken. Wenn ihr natürlich spezielle Bücher sucht von bestimmten Animatoren oder bestimmten Directoren oder Artists oder dann irgendwelche Artbooks oder so, da braucht ihr natürlich den Namen. Und dann empfehle ich auch, falls die, wie gesagt, asiatisch oder japanisch sind oder koreanisch, dass man da vielleicht dann auch nach den Kanjis, beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, wie das koreanische Alphabet da heißt, dass ihr dann eher nach denen sucht. Wobei, auf der japanischen Seite wirst du jetzt nicht viel Koreanisches finden, aber auf jeden Fall viele japanische Sachen. Ja, wie gesagt, heutzutage kann man sich das online alles bestellen. Leider sind die Shipping-Costs ein bisschen teuer. Ist auch ein bisschen blöd. Aber wenn ihr zum Beispiel geduldig bleibt und dann mit der Zeit vielleicht sogar an dem einen oder anderen Projekt dann arbeitet und ihr euch gut mit dem Produktionsassistenten versteht, könnt ihr den vielleicht sogar fragen, ob er für euch zum Comic Cat Market in Japan oder so geht und euch so exklusiv die Bücher kauft oder so an der großen Convention. Also das hatte ich auf jeden Fall schon mal. Da war einer, der hat mir dann einfach die ganzen Bücher gesendet und ich habe dem ganzen Tag gesagt, ich will den bezahlen, aber der meinte so, nee, ist kein Problem, das Studio übernimmt das. Und dann habe ich den aber trotzdem nachher bezahlt, weil ich darauf so bestanden habe, weil ich mich so schlecht gefühlt habe. Ich wollte es nicht umsonst. Ja, Kanji, Hiragana, Katakana, das sind Sachen, die man auf jeden Fall gebrauchen kann. Ähm,
Yeah, sorry for the voice volume. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem relativ gut verstehen. Ich habe mein Mikro schon fast an meinem Mund, Alter. Also, ja gut. Ich glaube, jetzt haben wir großteils der Sachen so abgehakt. Ich hoffe, ich habe jede Thematik so ein bisschen angestriffen oder so angestriffen, dass es für euch verständlich ist. Und dann kommen wir jetzt zur Q&A. Und da möchte ich euch jetzt bitten, zu all den Sachen, wo ihr eine Frage zu habt, die einfach mal zu Menschen oder all die ganzen Fragen, die ihr gerade noch hattet oder so, ob wir dann vielleicht auf die eine oder andere Frage nochmal drauf eingehen. Und ja. Ihr könnt auch einfach nur von irgendwelchen Sachen erzählen, die euch aufgefallen sind oder Sachen, die euch interessieren. Fangt mal irgendein Thema an. Ich versuche dann einfach vom Chat aus drauf anzuschneiden und dann kommunizieren wir halt ein bisschen und tauschen uns noch ein bisschen weiter aus. Ich hoffe, dass der Stream an sich eine gute Grundlage gibt, auch für Leute, die sich das dann halt später ansehen, dass sie dann in der Lage sind, dann quasi so schon so eine Richtung zu finden, nach diesen ganzen Sachen sich da zu erkundigen. Das ist super viel, es ist mega viel wirklich. Und es ist auch wirklich nicht einfach, sich da zu überwinden. Ich weiß das. Und da kommt es auch ein bisschen auf die Motivation und die Einstellung an. Dazu möchte ich auch sagen, dass es halt natürlich auch in jedem selber so ein bisschen so drin ist. Also jeder könnte, also meiner Meinung nach, meiner persönlichen Erfahrung nach und wie ich das so alles auffasse, könnte jeder diesen Beruf ausüben, der sich ein bisschen dafür begeistern kann, sich ein bisschen manchmal, der sich einfach hinsetzen kann und dann einfach mal drauf losmalen kann. Jeder könnte Illustrator werden, aber man muss das genießen können. Man muss das stundenlang, also ab einem bestimmten Punkt musst du es einfach stundenlang am Stück machen können, wenn du das professionell für dich machen möchtest, um davon leben zu können. So. Du kannst es natürlich auch Stunden machen aus Spaß, das wäre natürlich auch super, wenn du damit dich wohlfühlst, das für dich halt so nebenbei zu machen. Ist ja halt auch voll in Ordnung. Alter. Also es gibt so viele gute Hobby-Artists, wo ich mir auch denke, so, boah, ey, die können eigentlich bestimmt professionell werden. Auf welche Arbeit von dir bist du selbst am meisten stolz? Also da kann ich nur zu sagen, dass jede Arbeit, die rauskommt ab einem bestimmten Punkt, also eigentlich relativ zügig, an Wert für mich verliert, weil die dann in der Vergangenheit liegt. So. Und ich bin einer, der sagt, okay, das ist jetzt abgehakt, das ist jetzt passiert quasi, ich habe jetzt an dem Ding gearbeitet, jetzt geht direkt zum nächsten Ding. Und ich mache dann immer ein Projekt nach dem anderen und ich bin meistens nie wirklich stolz, weil ich sehe immer viele Fehler und viele Fehler fallen mir auch immer auf, sobald ich auf meine Arbeiten zurückblicke. Und dann setze ich halt mich viel mit auseinander, mache mir Gedanken, wie ich das Problem lösen kann, wie ich die Bewegungen vielleicht noch besser darstellen kann. Oder manchmal habe ich dann auch Momente, wo ich dann irgendwann am Essenstisch auf einmal mir einfällt, hey, das hätte ich so machen können, ne? Aber es liegt auch nur daran, weil ich mich halt so viel damit auch auseinandersetze und auch wirklich auch den ganzen Tag eigentlich fast immer damit befasse. Ne? Also jetzt nicht den ganzen Tag, natürlich mache ich auch viele Sachen im Freizeit, ich gehe mal Basketbälle werfen oder so, aber selbst da oder so denke ich dann schon so im Hintergrund so ein bisschen an Animation, weil da sieht man dann ja die Arcs, also die Kurven, die der Ball fliegt, ne? Bis er den Korb erwischt, wie der Ball zum Beispiel abprallt, wie Gravitation dann teilweise dann natürlich auch im richtigen Leben funktioniert, wie Leute sich bewegen, wie die Falten an den Klamotten sich dann teilweise bewegen. Zum Beispiel, wenn das jetzt eine Person ist mit einer Jacke oder so, und dann auch kommt drauf an, welcher Stoff die Jacke hat. Und dann, wenn du halt noch weiter gehst, dann machst du dir sogar schon darüber Gedanken, wie du das nachher in der Zellanimation mit der Reflektierung von der Jacke oder so darstellen kannst und solche Geschichten. Also man fängt auch viel an, man versucht sich darüber Gedanken zu machen, zum Beispiel alles auch in Linien, alles was man sieht, in Linien auch unterzubrechen und im Endeffekt vielleicht sogar überall so ein bisschen sein Layout zu sehen. Also es sind so, ich glaube, ich bin ein bisschen wieder abgeschweift von dem Stolzen, ja, aber im Endeffekt so, das ist für mich so ein bisschen mit dem Stolz verbunden, weil ich bin stolz darauf, dass so genießen zu dürfen, beziehungsweise so erfahren zu dürfen in dieser Form und sich so Gedanken darüber machen zu können. Das ist, glaube ich, das, worauf ich stolz bin. Eher auf den Prozess an sich, anstatt auf die einzelnen Werke.
ich weiß nicht, meine Einstellung ist vielleicht ein bisschen komisch. Ich bin da nicht so fixiert auf jetzt, oh, ich habe jetzt an Chainsaw Man gearbeitet, ich bin jetzt ein Super G oder so. Nee, natürlich bin ich glücklich darüber, dass ich an Chainsaw Man, an dem Opening da arbeiten dürfte und dass ich mit Shingo Yamashita, einer meiner größten Idole, arbeiten dürfte. Das ist natürlich ein wahrer Glücksmoment, natürlich, aber stolz bin ich in dem Sinne nur, dass der ganze Weg, die ganze Zeit, die ich investiert habe und so weiter, nicht einfach eventuell dahin geführt haben und ich einfach diesen Moment erfahren durfte. Das ist mein Stolz quasi, also denke ich mal. Also Mentoring habe ich mal drüber nachgedacht und ich hatte auch mal eine Fachhochschule, glaube ich, in Düsseldorf, wo ich im Gespräch war, aber man wird leider zu sehr darauf reduziert, dass es alles zu cartoonisch, zu Manga, zu Anime aussieht. Die einzelnen Leute teilweise, die an diesen Fachhochschulen dann auch Animationen der gleichen Richtung geben, die haben wirklich nicht diese Tiefe an Ahnung und Erfahrung teilweise, die man braucht, um überhaupt ein Verständnis dafür zu entwickeln. Für die ist das einfach nur, ich sag mal, wie Hexerei. So. Das ist genauso, als wenn du zum Beispiel einen Bodybuilder siehst, und du denkst dir, boah, der ist ja überkrass muskulös. Und dann fangen an, die Vorurteile schon in deinem Kopf oder sich da zusammenzubrauen. Oh, der hat da bestimmt Testo genommen oder so eine Scheiße. Was natürlich völliger Quatsch ist, weil im Endeffekt, du kannst halt einfach nicht nachvollziehen, was für ein Weg dahinter steckt. Und dementsprechend kannst du vielleicht auch nicht so nachvollziehen, warum er diesen Sport in der Form so ausübt, ne? Oder wie der Körper überhaupt dazu kam, sich so zu entwickeln. Ne? Und da, also das, ich denke, da fehlt für viele Leute so das Verständnis. Viele haben da die Scheuklappen auf oder wissen das nicht gut zu heißen oder sehen auch gar nicht den ganzen Boom, den Anime in den letzten Jahren zum Beispiel erzeugt hat und wie das halt wirtschaftlich teilweise richtig am Wachsen ist. Und wie viel Interesse dann auch teilweise immer mehr dafür geweckt wird, besonders halt bei jungen Leuten. Das wird teilweise in Deutschland komplett ignoriert, denke ich. Also beziehungsweise auch komplett übersehen. Die sind immer noch auf dem Stand, dass sie denken, dass 3D wahrscheinlich teilweise sogar noch 2D-Animation ablöst. Also das ist total krass. In 2016, als ich angefangen habe, also vor knapp 6 Jahren, als ich angefangen habe zu lernen, und also für mir 2D-Animation wieder, also so richtig zu lernen und auch richtig zu zeichnen zu lernen, also richtig mit Konstruktion auf die ganzen, da habe ich mich erst damit wirklich richtig befasst. Und da hat aber auch schon mein Lehrer auf der 3D-Schule gesagt, ja, 2D-Animation wird bald von 3D weiter abgelöst. Also das 3D ist doch schon auf der Überhand. Natürlich ist 3D riesig, aber ich habe damals schon gesagt oder auch schon gesehen, dass die Animationsbranche am Wachsen ist, also in 2D, in Anime, dass Anime momentan richtig am Boomen ist. So. Und keine Ahnung, ich habe es zwar gesagt, aber ich glaube wirklich, wirklich ernst genommen hat es wahrscheinlich nicht. Naja, der Typ ist ein ziemlicher Schnösel, könnte man dazu sagen, aber ich will jetzt online natürlich jetzt auch keine Scheiße erzählen. Aber eigentlich ein korrekter Kerl, aber wie gesagt, da hat er halt einfach die Scheuklappen vor den Augen, da checkt er einfach nicht. Und da hat er wahrscheinlich, beziehungsweise er kann es auch nicht nachvollziehen, weil er natürlich auch kein Interesse oder Empfinden für das Medium an sich hat. Ne? Das ist halt dann so die Sache. Und das ist halt das eigentliche Problem hier in Deutschland, da überhaupt erstmal eine Uni zu finden, die das überhaupt nachvollziehen kann, Leute zu finden, die da überhaupt es ist das dann auch so akzeptieren zu verstehen. Ne? Ich glaube, jetzt langsam oder so könnte das bröckeln, könnte man vielleicht die eine oder andere Möglichkeit könnten da bestimmt bestehen bleiben. Ich wurde auch schon mal eingeladen, Workshops und so weiter zu halten in dem Bereich, aber das habe ich leider nicht genutzt, weil es zeitlich auch einfach nicht gepasst hat. Da wäre ich dann zum Beispiel dabei gewesen. Ich glaube, da hätte ich auch relativ gut an Geld verdienen können, aber ja, ich bin eher weniger kommerziell ausgelegt, sondern eher mich zu entfalten kreativ. Okay.
Ja, mit dem Mikro tut mir leid immer noch. Das ist, ich weiß nicht. Das Mikro ist halt ein bisschen behindert. Manchmal macht es so, manchmal macht es so. So, ja, das war jetzt die Mentoring-Frage. Könntest du dir vorstellen, mal selber als Animationsdirektor an einer Episode zu arbeiten? Ehrlich gesagt, nein, weil ich erstens habe ich das Gefühl, so weiß ich gar nicht, ob ich das von der, boah, von der ganzen Last, von der ganzen Arbeit so auf mich nehmen könnte, weil wenn man mal bedenkt, du bist ja als Animationsdirektor, du musst ja erstmal jeden Cut ansehen, zu jedem Cut dann vielleicht in die eine oder andere Korrektion oder so, dann zeichnen und du musst noch deine eigenen Schnitte machen. Ne? Du bist natürlich auch dann teilweise auch schon vielleicht im Storyboard oder so mit dabei oder keine Ahnung, nee, im Storyboard. Nee, Storyboard wird dann von, wahrscheinlich vom Episodendirektor wahrscheinlich dann vorgelegt, gehe ich von aus. Du als Animationsdirektor bist dann eher dann für Bewegung, Konsistenz und Zeichnungen teilweise mitverantwortlich. So wie der Art Director, der dann halt auch nochmal darüber geht, ne? Aber man kann halt auch beides sein, Art und Animationsdirektor. Das geht natürlich, ist natürlich auch plausibel. Ja, aber wie gesagt, das ist halt echt mega viel Arbeit. Ich kann mir das so persönlich nicht vorstellen. Ich finde es auch schon krass genug, dass Warcreek, das ein 18-jähriger Philippine, das Ending für Kaguya-sama zum Beispiel komplett selber directed hat. Ne? Ja, natürlich auch ein paar Leute nachher noch gehabt, die dir noch geholfen haben, weil das halt zeitlich einfach nicht gepackt ist, weil das einfach voll der übelste Arbeitsaufwand ist. Das ist so viel. Größten Respekt auf jeden Fall dafür. Ja, ich habe auch, ich habe ihn aber auch teilweise ein bisschen dafür kritisiert damals. Aber er ist ein bisschen in den falschen Hals gekommen. Das war eigentlich gar nicht so gemeint. Weil ich hatte so ein paar kleine Aspekte oder so dann in der Form, in einer nicht so netten Form gesagt, aber das ist was Persönliches zwischen dem und mir, denke ich mal. Ja, ich hatte das mit dem auch abgesprochen, alles Gutes. Also, aber trotzdem, Respekt für den Typen. Ich bin manchmal ein bisschen komisch. Das ist einfach so meine Person, denke ich, aber ich denke, also, er konnte mir auf jeden Fall verzeihen. Aber wie gesagt, Animationsdirektor, ja, für Episoden nicht so meins. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so geil ist. Welche Animation und Game haben wir? Haben einige 2D-Animatoren. Was? Kennst du die der Hader? Nee. Aha. Also wenn ihr 2D-Animationen habt, ist auf jeden Fall geil. Denn das Glück hatte ich auf jeden Fall nicht. Bei mir gab es nichts in die Richtung, Alter, nirgends. Wie lange sollte Animation man, die man auf Social Media postet, gehen? Ach so, die Animation ist dir komplett offen. Also du kannst natürlich eine 1-Sekunde-Clip hochladen, du kannst auch einen ganzen Kurzfilm hochladen, aber im Endeffekt ist es halt up to you. Also ich gehe immer hin und zeichne, mache viele, ganz viele kleine Tests, die sind ja mal so 1 bis 5 Sekunden oder so lang teilweise. Und ja, das poste ich, das reicht dann schon. Du kannst dann auch deine ganzen Sachen dann nochmal compilen, dann kannst du das alle in ein Video stecken oder so. Dann hast du ein kleines Animationsreel im Endeffekt dann auch direkt gemacht. Und dann kannst du das natürlich auch nochmal hochladen. Kannst du deine Sachen so oft wie möglich auf Social Media promoten, wie du willst. Kommt halt ganz drauf an. Aber eigentlich reicht es meistens, es einmal zu posten, zu gucken, wie der ankommt so, und dann auf Dauer, wenn das eine gewisse Qualität erreicht hat, denke ich mal, werden auch genug Leute darauf aufmerksam. Beziehungsweise, wenn du auch die richtige Zielgruppe erwischt hast. Sagen wir mal, du bist ein My Hero Academia Fan und du machst viele My Hero Academia Fan Animationen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass dir ein paar Fans auf jeden Fall anfangen werden zu folgen und dich versuchen, auf Social Media zu unterstützen. So. Bisschen Discord irgendwann wieder aufmachen. Hab's total vermisst. Discord-Server ist jetzt leider noch nicht geplant. Das ist auch eher, wäre dann auch eher privat. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache, weil das Problem mit dem Discord-Server ist, das ist teilweise auch sehr zeitaufwendig, auch immer wieder dazu gucken und so. Und ich kann es nicht haben, wenn die Server auch zu voll werden und dergleichen. Ich fühle mich da nicht wohl. Ich bin wirklich nicht so, eigentlich wirklich, also, ich
nicht so der Extrovertierteste in der Hinsicht. Und ich brauche immer viel Ruhe für mich eigentlich. Auch diese Streams und so weiter, die ich hier mache, die machen mich so nervös und die stressen mich eigentlich so krass, ne? Ich bin eigentlich überhaupt nicht so der Streamer. Ich mache das einfach nur, weil ich halt versuchen möchte, ein bisschen Wissen an den Mann zu bringen und weil ich halt auch einfach den Prozess festhalten möchte, den ich da mache. Und das ist halt die beste Möglichkeit und dann verbinde ich halt einfach nur damit, dass andere Leute dann die Möglichkeit haben, mitzugucken. Also eigentlich streame ich wirklich gar nicht so gerne. Also deswegen streame ich auch so wenig. Ja. Und sonst hätte ich mich ja, ganz anders orientiert. Ja. Welche Projekte haben dir bis jetzt am meisten Spaß gemacht? Sehr gute Frage. Die waren alle schmerzhaft. Also, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Aber ich hatte auf jeden Fall zwischendurch so Momente, wo ich dachte, das wäre das Geilste der Welt, was ich da gerade gemacht habe. Oder das hat echt Spaß gemacht, sich das auszudenken, weißt du? Also, zwischendurch hat man so dieses Hochgefühl. Aber ich denke mal, das sind einfach so Emotionen, die einfach so durch den Kopf gehen, während man die ganze Zeit vor dem Gerät sitzt und die Zeit vorbeigeht, ne? Wie stehst du persönlich zu 3D-CGI in Anime? Es gibt viele unter gute Umsetzungen, aber dafür viele ist es schlichtweg ein Dorn im Auge, was ich auch verstehen kann. Zu 3D-CGI stehe ich sehr positiv eigentlich. Natürlich brauche ich jetzt nicht sowas wie X-Arms oder so, aber ich denke so zum Beispiel Chainsaw Man geht in eine sehr gute Richtung durch die Kombination von CGI und 2D zum Beispiel. Wenn man darauf achtet oder so, sieht man, dass die Charaktere, die von Chainsaw Man zum Beispiel angegriffen werden, auch handanimiert sind. Aber die Charaktere dann im Hintergrund, die werden dann geschickt so ein bisschen, unscharf gemacht und dann einfach nur noch gerendert quasi als 3D-Figuren. Aber dadurch belebt es die Szene halt gewaltig. Nur ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Anders auch finde ich das auch sehr gut, dass diese Background-Animationen, also die ganzen schnellen Hintergrund-Animationen durch CGI natürlich echt gut gemacht werden können, weil das wirklich Hintergründe so zu zeichnen und dann auch so zu bewegen und so weiter, ist extrem schwierig. Also da brichst du dir erstmal hast du viel zu viele Details, auf die du die ganze Zeit Acht geben musst, dann hast du extrem viele Formen. Und dazu kommt dann auch noch, dass das einfach unglaublich ekelhaft ist, teilweise Background-Animationen zu zeichnen. Also das kann teilweise so kompliziert sein, wenn du wirklich hingehst und sagen wir mal, stell mal vor, du müsstest eine Burg oder so rotieren und so und dann zoomt das auf die Burg zu und dann die Burg hat überall Vorhänge und was weiß ich nicht für komisches Design, ne? Ja, dann Prost Mahlzeit, dann möchtest du doch lieber 3D benutzen für sowas, weil ohne Scheiß, das wird den Animator halb killen und wahrscheinlich auch die Produktion, wenn du das handzeichnen müsstest. Da würde ich, also 3D, denke ich, wird in letzter Zeit immer und immer besser umgesetzt, meiner Meinung nach. Und auch sehr viel, man ist da sehr viel mit am Rumexperimentieren. Das finde ich ja super, total super. Bei Arcane zum Beispiel finde ich cool, dass die bei den Charakteren quasi, dass die alle zwar 3D sind, aber die haben dieses gepaintete Gefühl, weil die Texturen so gepaintet haben auf die Charaktere. Und auch die ganzen Umgebungen teilweise sind dann auch sogar handgepaintet und mit CGI verbunden. Also das ist total klasse. Also das finde ich super gut. Also ich denke mal, das geht alles heutzutage. Es wird immer besser und ab einem bestimmten Zeitpunkt, denke ich, wird uns das vielleicht sogar auch immer schwerer aufzufallen. Weil selbst bei Chainsaw Man gehen die Leute teilweise schon hin und dachten, teilweise die ganze Episode wäre teilweise 3D. Obwohl die Animation wahrscheinlich, die sah wohl teilweise ein bisschen zu realistisch aus. Oder manche denken, das ist dann direkt Rotoscope. Obwohl der Animator vielleicht auch einfach nur so gut ist, ne? Oder vielleicht einfach gut mit Referenzen arbeitet, ne? Ja, genau das ist das in Eidenste, wo dein Professor sagt, dass 2D ausstirbt.
Das ist völliger Schwachsinn, meiner Meinung nach. Ich sehe halt einfach so viele Leute, die halt immer mehr 2D machen wollen oder die dann auch, ich meine, guck doch mal, wie viele 2D-Anime-Shows jedes Jahr rauskommen und wie viel mehr das immer werden von Season zu Season. Das ist doch viel zu krass. Wie kann der da behaupten, dass 2D ausstirbt? Jetzt seid doch mal ehrlich. Das ist doch, da ist doch dein Professor, der muss doch irgendwas in seinem Kopf haben, dass er das nicht checkt. Hat er mal überhaupt geguckt, wie viele Milliarden Euros bzw. die Industrie da hinten überhaupt schwer ist? Joel, jetzt sei mal ehrlich. Da will ich mit deinem Professor nochmal drüber reden und würde ich den nochmal fragen, wisset ihr sicher? Weil der labert auf jeden Fall 100% die Scheiße, so, dass 3D ausstirbt. Niemals. Unmöglich. Unmöglich. Denn ich denke auch nicht, dass es jemals eine AI geben wird, die in der Lage wäre, 2D-Animationen oder so in der Form kreieren zu können, wie es halt Menschen machen können. Und dementsprechend, die Form des Entertainments wird nicht aussterben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist sie halt zu beliebt. Ja, ey, Disney ist momentan noch richtig am Absacken, Alter. Die haben bekommen übelst viele schlechte Feedbacks, besonders mit der ganzen Scheiße, die momentan am Adaptieren sind. Ich bin ganz ehrlich, ich bin von Disney so übelst enttäuscht. Die haben mich mit Obi-Wan Kenobi, also ich finde das so schade, wie die, was sie mit der Serie da gemacht haben. Das hat mir in der Seele wehgetan. Wirklich. Also wirklich gut von dem CGI und dem Aufwand her, klar, gar kein Problem, so, da macht Disney, die ganzen Produktionen sind da alle top, aber teilweise storytechnisch, Writing und wieder auch die ganzen Charakterentwicklungen und die Choreografien, traumatisch, wie schlecht das ist. Das ist echt traumatisch. Also, da tut mir leid, aber entweder habe ich zu viel gesehen oder ich bin zu ein Spoiled Child, so was ich hab. Vielleicht geht's mir einfach zu gut, aber ich muss sagen, Disney, die CGI-Movies, die halt natürlich an Kinder gerichtet sind, natürlich verkaufen die sich endlos, Alter. Natürlich sind die voll am Boom. Aber genauso sind das die Anime-Movies, Alter. One Piece Red war einfach Platz 1 in den Kinocharts in Deutschland, als nach dem ersten Tag, als es angelaufen ist. Wo ist Junge. Ich weiß, der Film ist ja nur Fanservice, Alter. Der hat ja nicht mal was mit der Story an sich zu tun. Ja, viele Japaner arbeiten noch analog auf Papier. Bienchen. Und ich finde es zum Beispiel auch schade, weil also das ist zwar eigentlich NDA, aber ich habe schon mal an einem Disney-Projekt gearbeitet. Leider kann ich nicht mehr dazu sagen. Aber es war alles andere als gut. Da war die ganze Zeit so, nee, das muss doch geändert werden und hier noch. Und die kamen gar nicht auf den Punkt. Und die wollten eigentlich schon vor 3 Monaten angefangen sein mit dem Projekt. Und auf einmal wurde nichts approved, weil die Amis sich wieder für nichts entscheiden können. Und weil das noch geändert werden muss, man hat da teilweise auch Leute dabei, echt, die sind ja auch knallhart, wa? Mit denen willst du nicht auf Dauer zusammenarbeiten, ne, es ist so, ne, Mann. Das so, natürlich, das jetzt teilweise machen, um bestimmte Qualität zu erreichen, kann ich natürlich verstehen. Aber bei manchen Sachen denke ich mir auch einfach so, ja, das ist einfach übelste Rotze, das geht gar nicht. Disney an sich ist immer noch, ich sag mal, eine starke Company und so. Die machen auch immer noch echt viel gutes Zeug. Also, so ist es ja nicht. Aber, okay, eigentlich doch. Die machen echt viel Scheiße. Okay, ich ändere meine Meinung. Ich will jetzt nicht keine... Nee, also, Disney, damals haben die echt geiles Zeug gemacht, muss man sagen. So, die ganzen alten 2D-Filme, Tarzan, Bärenbrüder und wie sie auch alle heißen, weißt du? All die ganzen Filme, Junge, Ariel, die Meerjungfrau, König der Löwen, das, womit man aufgewachsen ist, das war für mich Disney, Alter. Das war für mich Disney. Aber das hat sich dann im Verlauf der Zeit leider verloren. Guck mal hier, sogar Monster AG war für mich noch Disney. Kein Problem mit dem CGI, aber das,
wurde halt, also das, den Film fand ich halt auch noch super Entertainment. Oder ich fand Toy Story von ja auch noch gut. Aber das, die haben dann, die gehen halt einfach hin und die milken das Franchise dann einfach so krass. Also diese eine IP so viel, dass es dann einfach irgendwann nicht mehr schön ist so. Eigentlich ist man dann auch schon viel zu alt, dann ist man auch schon aus dem Alter rausgewachsen, wo man eigentlich, ja, nicht aus dem Alter rausgewachsen, aber wo man vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat, wieder ein bisschen Anschluss darauf zurückzufinden oder so, ne? Die Paper Sizes in Anime sind wahrscheinlich A4. Also ich empfehle euch auf jeden Fall auf A4 und A5 zu zeichnen. Und der Pencil, der wahrscheinlich meistens für die Skizzen so genutzt wird oder dann auch für Cleanup, sind wahrscheinlich so welche Pencil wie 2B Pencil, also so Bleistift. Ne? Also 2B ist gut, 4B vielleicht teilweise sogar noch. Das sind gute Bleistifte, die empfehle ich. Ach ja, eine Sache, die ich wahrscheinlich leider vergessen habe zu erwähnen, wenn wir schon bei Bleistiften sind, holt euch auch ein Sketchbook. Holt euch ein Sketchbook, wenn ihr viel unterwegs seid oder so und dann mal Langeweile habt, dann könnt ihr immer da reinmalen auf der Fahrt. Die Zeichnungen müssen nicht super schön sein. Einfach nur irgendwas, um ein bisschen was zu malen, das tut mir immer gut. Und dann lasse ich immer ein bisschen, manchmal so meine Kreativität raus und lasse den Stift einfach sein Ding machen. Auch wenn da voll die Scheiße bei rauskommt. Manchmal mal ja einfach nur gekritzelt, ne? Passiert ja auch mal. Ist auch wichtig. Oder mal nur einzelne Linien. Die totgemelkten Franchises, das ist ja ein Problem, leider. Ja, es ist leider so. Das Witcher-Produktion, die war ja auch koreanisch war ja eher so. Also das war ja koreanisch-amerikanisch. Die Story an sich kam aus Amerika. Die Produktion an sich war gut. Die war auch schön lang eigentlich. Man hat sich auch, also ich konnte echt viel, also die Pipeline an sich hat sich echt gezogen auch teilweise. Der Film, der kam echt spät raus, ey. War ja in 2020, war ja schon fertig mit meiner Arbeit. Und dann kam der erst in Mitte 2021 oder so. Auf jeden Fall habe ich da echt viel gemacht. Ja, da musste man sich halt sehr strikt an die ganzen Storyboards und so weiter halten. Die sind da sehr strikt gewesen, aber die haben einem auch viel Arbeit abgenommen und viel auf andere Sachen eingegangen und ich konnte auch ein paar Sachen abgeben und so. Und der Witcher-Film war eigentlich eine gute Erfahrung. Franziska, Emi haben ja auch mit dran gearbeitet und noch ein paar andere Animator-Freunde. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Franziska zum Beispiel einen Freund nennen kann, weil ich habe jetzt eigentlich nicht so viel mit ihr zu tun. Emi, mit dem schreibe ich immer ab und zu, der ist cool auf jeden Fall. War aber Spaß gemacht, mit den Leuten dran zu arbeiten. Wie gesagt, gut verdient, interessante Erfahrung gewesen. Seitdem habe ich nicht mehr für Studium hier gearbeitet. Und dann bin ich jetzt auch durch, erstmal mit. Ich habe jetzt erstmal nicht mehr so Lust, für die zu arbeiten. Ich bin ganz ehrlich, die japanischen Projekte machen mir mehr Spaß, habe ich mehr Freiheit. Lass mich viel mehr ausprobieren. Ja, Urban Sketching, da sagt er schon, ist wirklich gut. Damn, Bro. Wie weit ist denn Darmstadt weg? Muss ich gucken. Aber ich denke, wahrscheinlich eher erstmal nicht. Das würde wahrscheinlich dann, wenn überhaupt, erst nächstes Jahr stattfinden. Ja, Workshop wäre zwar mega, aber das wäre auch übelst teuer für euch, weil ich würde euch auf jeden Fall die Moneten aus der Tasche klauen. Das sage ich euch jetzt schon mal ganz ehrlich. Das ist das. Leider. Sorry. Das ist ein Wucher. Das ist ein Abziehen. Hier ist das umsonst, ja. Aber wenn ihr einen Workshop haben wollt, dann wäre nicht mehr umsonst. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr in dem Workshop allzu viel umsetzen könntet. Ich meine, in der gleichen Zeit könnt ihr bestimmt den gleichen Scheiß zu Hause machen. Oder vielleicht braucht ihr ein bisschen länger, aber könnt den ganzen Scheiß halt auch zu Hause machen. Ich meine Katze. Naja.
Okay, Leute, so. Kommen wir jetzt langsam an das Ende der Fragen an, ne? Ich denke mal, wir sind jetzt ganz gut durchgekommen. Freue mich, dass wir viele eingeschaltet haben und viel geguckt haben. Ja, aber wir gehen jetzt, ich gehe jetzt noch über die letzten Fragen da durch, die ich jetzt übersehen habe. Oder die letzten Aussagen, wo ich mich nochmal zu äußern möchte. Und dann machen wir langsam Feierabend, weil jetzt ist ja jetzt auch schon 10 Uhr. Und ich denke mal, morgen ist Wochenende. Okay, aber weiß was, vielleicht wollt ihr noch was anderes gleich machen, ne? Ich möchte euch jetzt nicht den ganzen Abend rauben. Was denkst du denn eigentlich so von amerikanischen Companies wie Powerhouse Animation? Ja, ich habe ja einmal mit denen gearbeitet. Die Arbeitserfahrung war super positiv. Und ich meiner Meinung nach sind die einer der Pioniere in der amerikanischen Animationswelt, weil die wirklich hingehen und eine andere Animationspipeline teilweise auch benutzen und mehr in die koreanische, japanische Richtung gehen und auch viel Freiheit lassen. Und das finde ich sehr cool. Also da muss ich sagen, das Studio, das entwickelt sich unheimlich und extrem gut. Ich bin auch sehr gespannt auf die neue Season, die da jetzt rauskommt mit dem neuen Charakter. Ich habe mir also nicht alles, aber teilweise flüchtig so die ganzen vorherigen Seasons und so gegeben, auf jeden Fall auch von dem die produziert. Ich habe mir auch Dingens angesehen. Wie heißt das? Wie heißt das hier? Mit Grayskull. He-Man. Genau, He-Man habe ich mir gegeben. Von denen fand ich ganz nett. Geht eigentlich. War jetzt nicht so meins. Also so von der Story her, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Sachen, die produzieren, überhaupt nicht meins. Das juckt mich wirklich nicht die Bohne, wie sexuell der Vampir mit dem anderen Vampir oder wie, was weiß ich, die da alles sind und wie die auf Gender und Binary und Schwarz und Weiß die ganze Zeit eingeben müssen und was weiß ich. Es ist alles nicht so, interessiert mich alles nicht so, aber es ist halt so, teilweise so das Fundament deren Storys und so teilweise dann auch. Also vom Writing finde ich auch ein bisschen schade oder so, weil das halt dann so viel für die ganzen Gags oder was weiß ich dann auch irgendwo dann auch genutzt wird. Und das ist halt auch so eine Sache, die mich auch so mit den ganzen Produktionen heutzutage stürzt. Ich finde es zwar wichtig, über die ganzen Themen so aufzuklären, über Gender, Rassismus etc., aber das wird teilweise auch richtig gemilkt und das wird auch richtig ausgenutzt und damit richtig kommerziell damit ausgenutzt. Und das finde ich auch schon wieder irgendwo so ein bisschen traurig, weißt du? Dann wird das ja auch teilweise so richtig objektiviert. Oh, fuck. Das ist ein Wort. Und ja. Ich weiß nicht, ob das so alles so sinnig ist, aber wer weiß das schon, ne? Das ist ja einfach die Gesellschaft einfach. Das ist halt einfach. Ich habe aber nichts auf jeden Fall gegen irgendwelche Gender oder was auch immer. Ich respektiere das. Natürlich kann ich nicht erahnen, welche Gender jede einzelne Person ist. Deswegen, ich bin sehr tollpatschig, was das angeht. Dann würde ich wahrscheinlich mich auch erstmal direkt entschuldigen, falls ich dann das Falsche benutzt habe, die falsche Pronomen oder so. Aber ich respektiere das auf jeden Fall, und weil die Entscheidung, die der Mensch dafür sich getroffen hat, und wenn er sich damit wohlfühlt, dann möchte ich ihn jetzt ja nicht hingehen und dafür fertig machen oder so. Das macht man ja nicht. Deswegen, ich selber kann das natürlich für mich weniger verstehen, ne, und ich habe ja jetzt auch nicht so die Erfahrung. Ich bin halt komplett normal hetero. Aber ich bin auch keiner jetzt viel, ich bin auch ehrlich gesagt echt viel in meinem Zimmer und die ganze Zeit vorm PC am Malen. Ne? Also ich lerne eh keinen kennen. Von daher komme ich vielleicht auch gar nicht erst in die Gefahr, sich da in, ich sag mal, ein Loch oder so zu buddeln. Ne? Aber wie gesagt, die meisten, die ich so auch in die Richtung also kennengelernt habe, also die dann, ich sag mal, zum Beispiel trans oder so sind übelst nette Menschen gewesen. Also ich habe damit überhaupt keine negativen Erfahrungen so gemacht bisher. Einmal wurde ich von einem Schwulen komisch angegraben, aber ich meine, wenn das kann ja mal passieren um 5 Uhr morgens, wenn du dann richtig betrunken bist. Aber naja, Pech für ihn. Er hat einen Korb bekommen, Bro.
Gibt es irgendwelche Filme oder Serien, die man gucken sollte? Also Filme empfehle ich auf jeden Fall alles, was man sich ansehen kann. Ich gucke so viel, ich gucke alles auf Live-Action, ich gucke mir alle Studio Ghibli-Filme an, also Studio Ghibli von, ich gucke mir alles an, was weiß ich, ich gucke mir alles an, Alter. Also die ganzen Ghibli-Filme würde ich auf jeden Fall empfehlen, die mag ich sehr. Red Line heißt der Film, den kannst du auf YouTube gucken, sogar den Film, der ist super krass, den empfehle ich sehr. Dann empfehle ich die ganzen Filme von Satoshi Kon, wie Paprika, Perfect Blue, Paranoia Agent und so weiter. Satoshi Kon ist ein ziemliches Genie. Ganz verrücktes Stuff wohl ist das wohl, das ist alles so ein bisschen durchknallt. Aber kann man sich auf jeden Fall geben. Ja, Ghibli ist halt teilweise sehr wholesome, je nachdem welchen Film du guckst. Wenn du jetzt nicht gerade Grave of Fireflies guckst, war es eigentlich echt, Bro, Alter. Danach bist du zerstört. Grave of Fireflies ist sehr traurig. Oder wenn du diesen einen Film ansiehst, Pompoko, glaube ich, heißt er, dann hast du diese ganzen Tanukis, die nachher auf ihren Hoden rumhüpfen, weil die ihre Hoden richtig groß machen können und dann benutzen die als Waffe. Ich weiß auch nicht, Alter. Ganz komisch. Es gibt auf jeden Fall ein paar komische Filme. Ja, ansonsten alles Mögliche. Ihr könnt euch, also das sind so die Filme, die ich zwar empfehle, aber an Anime oder so was auch immer, wenn ihr sowas mögt wie Silent Voice oder sowas, dann müsst ihr euch halt sowas angucken. Ne? Oder wenn ihr halt eher dieses cute Loli-Stuff steht, dann empfehle ich euch am besten auch das zu gucken. ja, ist ja jedem das Seine, ne? Ja, weitere deutsche Streams kann ich ein paar Mal vielleicht nochmal machen, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so viel Content, was ich da raushauen könnte. Also ich könnte zwischendurch mal ein bisschen animieren und auf Deutsch labern dann. Oder vielleicht nochmal eine Introduction zu Clip Studio Paint geben. Aber die findet ihr teilweise auch online. Also es gibt ja viele Tutorials schon für die Softwares und alles. Also da tut mir leid, da möchte ich die Verantwortung nicht übernehmen. Das ist die Sache, das habe ich mir auch alles selber angeeignet und angeguckt. Und die Leute, die natürlich in die Richtung gehen wollen wie ich, den kann ich natürlich auch erstmal nur denselben Path beschreiben, wie ich das gemacht habe. Ne? Also das ist leider das Einzige, was ich als Advice geben kann. Und ich kann jetzt, also dementsprechend, also ich habe eigentlich schon echt viel lehrreichen Content auch schon auf dem Channel drauf, so wenn man sich auf die Streams da ein bisschen auseinandersetzt und sich ein bisschen versucht auf Englisch zuzuhören. Also ich versuche das auch alles vernünftig und noch verfolgbar zu erklären. Also auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Stream ist wirklich nur so, um überhaupt so einen grundlegenden Überblick zu bekommen, wo man zu starten hat einfach und was es alles gibt. Und generell, so, dass man einfach vielleicht da irgendwo seinen Start bekommt. Weil im Endeffekt ist es ja nicht schwer, in Animation an sich zu starten. Wie gesagt, es ist nur ein einfaches Daumenkino. Das heißt, du könntest deine Animation als Animation beschreiben, wenn du zwei Blatt Papier hast und zwei Bilder malst, die sich dann irgendwie verbinden, quasi, beziehungsweise eine Bewegung darstellen, dann hast du im Endeffekt eine Animation gemacht. Dann bist du ein Animator. Nur bei digital muss ich natürlich mit den ganzen Tools ein bisschen auseinandersetzen, mit Hotkeys und mit der Software. Und da kann ich dir aber auch nicht bei behilflich sein, weil das ist eine Sache, die musst du dir selber aneignen. Ich kann dir da nur helfen, wenn du dann noch sagst, so, ey, wir hast denn hier zum Beispiel den Tool gemacht oder den Move da oder den Trick. Dann kann ich da spezifisch drauf eingehen. Das könnte ich machen, ja. Dann könnte ich dir damit vielleicht helfen. Aber das ist ja so das Maximum, was ich damit geben kann. Ich habe ja jetzt schon die ganzen Ressourcen gegeben. Ich habe sogar, wie gesagt, in der Beschreibung ist alles drin, was ihr eigentlich braucht. Die ganzen Internetseiten, die ihr zu besuchen habt. Ich habe euch sogar in dem Stream erklärt, wie ihr euch dann auf der Bibliothek orientieren könnt. Und dann die ganzen Sachen sogar teilweise finden könnt, die ihr dann vielleicht mal gucken wollt. Ja, ja. Also beziehungsweise die jetzt nutzen könnt, um
um euch was beizubringen dann, ne? Ja, die Shinkai-Filme, so Your Name und Living With You. Ja, Your Name fand ich noch ganz okay, aber danach, und jetzt habe ich das Gefühl, jeder Film ist irgendwie, der in die Richtung rauskommt, irgendwie dasselbe. Wobei, ich muss auch dazu sagen, ich habe vorher auch schon Garden of Words gesehen, das war einer der ersten Filme, kurzen OVAs, die der quasi gemacht hat, also Kurzfilme. Der ging so 40 Minuten, glaube ich, den kannst du auch auf YouTube gucken. Und da ist er dann quasi schon hingegangen und hat dann schon so gezeigt, was er so eigentlich so drauf hat. Und das wurde auch super gut umgesetzt. Und ich denke mal, daraus ist dann ja auch irgendwann Your Name dann im Endeffekt entstanden. Ja, weitere Filme, die ich vielleicht noch empfehlen würde, wäre One Piece Movie 6. Der sechste One Piece Movie hat eine ganz interessante Produktion. Der ist von dem gleichen Director, der auch Summer Wars directed hat. Summer Wars ist auch ein sehr guter Film. Die Digimon-Filme da, ich weiß nicht, ob das Filme oder OVAs sind, die sind auch super gut gemacht gewesen. Die hatten mir sehr gefallen. Ja, der Typ ist, glaube ich, auch der gleiche, der hinter Bell und so weiter steckt, der jetzt Bell, glaube ich, directed hat. Ist das nur das Studio gewesen? Bin mir jetzt nicht sicher. Also, auf jeden Fall sowas. Was ist der gleiche Typ? Kann sein. Ja, dann Satoshi Kon, Hayao Miyazaki, Ghibli, Takeshi Koike, Redline. Ja, dann gibt's halt noch ganz viele so alte Filme, die ich so empfehlen könnte, wie Ghost in the Shell oder so. Die ist eigentlich auch sehr bekannt hier in Deutschland. Vampire Hunter D, Bloodlust. Das ist sehr gut. Dann könnt ihr euch noch The Last Vampire oder so ansehen. Das ist auch so eine kurze OVA, die hat übelst kranke Qualität. Die ist auch richtig heftig animiert. Da hast du so super Animator wie Norio Matsumoto, Mitsuo Iso und so weiter dabei. Ich weiß nicht, vielleicht sogar, war das sogar Yutaka Nakamura dabei? Keine Ahnung. War auf jeden Fall Presumed, glaube ich, in einem Cut. Ich glaube, Okiura war vielleicht sogar noch dabei. Ja, Cowboy Bebop-Film würde ich auf jeden Fall stark empfehlen. Der ist sehr gut. Was kommt da noch? Ja, genau, die JoJo OVA von 1993. Boah, Junge, der Stardust, da haben die das quasi ganze Stardust Crusader Arc. Und der ist, den finde ich richtig klasse. Ist halt sehr oldschool, aber das ist so mein. Eine der Sachen, die ich mir auf jeden Fall schon ein paar Mal angesehen habe. Akira, Pet Labor, gute Filme, genau. Dann gibt's da noch, wie heißt es, Jinro. Vielleicht ist das sogar dieses Wolfwalkers, was dieser, was du gerade, wo du darauf hingewiesen hast. Aber ich glaube, könnte auch was anderes sein. Aber Jinro ist auf jeden Fall, hat auch was mit Wölfen zu tun. Und ist ziemlich krass. Sehr, sehr starker Film. Ja, Akira, Jinro, dann ist da noch, gibt's noch Makia, When the Promised Flower Blooms, den fand ich auch ganz schön, den Film. Dann kam jetzt vor kurzem noch Deer King raus, die Blu-ray und so, wurde natürlich jetzt schon überall illegal hochgeladen, kann man sich jetzt ansehen. Deer King war fantastisch, hab ich sehr gemocht. Dann fand ich Gundam Hathaway, fand ich auch ganz gut, ist auch momentan rausgekommen. Ja. Bisschen fragwürdig gegen Ende, was da passiert ist mit der Produktion, aber ansonsten fand ich ihn klasse. Ja, was noch? Dann fand ich die Naruto-Movies, die sind auch geil, Alter, die alten Naruto-Movies. Dann habe ich mir auch die Naruto-Shippuden-Filme hab ich mir auch gegeben, ich habe mir auch die Dragon Ball-Filme teilweise gegeben. Dragon Ball Broly ist auf jeden Fall ein super guter Film, steht oben auf meiner Liste, würde ich bestimmt irgendwo behaupten. Ja, My Hero Academia Filme fand ich eigentlich auch immer ganz gut. Ganz nett. Einfach allein, weil man hat da nachher super starkes Action-Team gegen Ende der Episode am Auftauchen. Und dann hast du dann Yuki Hayashi und Yutaka Nakamura und wie sie alle heißen.
ganzen kranken Animator, die dann halt voll die geilen Action-Szenen und so für die Filme mal rausballern. Ja, Yoichi Michikame da zum Beispiel ist auch da im zweiten Film gewesen. Meine ich zumindest. Ja. Hinkommen. Was noch? Was gibt es denn noch für Filme und Serien? Kann ich endlos drüber nachdenken, denke ich. Ja, Memories ist auch super. Sword of the Stranger, ja, genau. Ja, ihr kennt ja schon einiges eigentlich. Also, eigentlich muss ich euch ja nicht viel empfehlen, oder? Ihr wisst doch schon einiges. Also, es gibt auf jeden Fall einiges an super guten Filmen. Ich habe auch irgendwann mal eine richtig krasse Liste irgendwo erstellt gehabt, aber ich weiß nicht mehr, wo die ist. Könnte ich nachgucken. Ja, aber besser jetzt nicht. Würde ich später machen. Ich weiß nicht. Was ist da noch? Gibt es da noch irgendwas, worüber wir zu erzählen haben? Irgendwas, worüber ihr wissen wollt? Irgendeine Frage, die ich vielleicht übersehen habe, die ich nochmal aufgabeln soll? Oh. Wolfwalkers ist wahrscheinlich was anderes dann. Dann ist das nicht Genro. Ich hoffe, dass viel gelernt werden konnte auf jeden Fall auf dem Stream, dass viele wichtige Informationen aufgetaucht sind und ihr auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, ein grundlegendes Verständnis vielleicht für Animation auch einfach entwickelt. Also so für das, was es eigentlich ist, wie das gemacht wird und. Ja, ich animiere großteils in Clip Studio Paint. Du kannst bestimmt Samurai Champloo entweder gibt es da bestimmt irgendwie auf Crunchyroll oder sowas, oder sonst muss es illegal auf Stream von der Plattform und die strafbar machen. Also eigentlich gibt es ja genug Anime-Seiten, die findet man auch relativ schnell, bin ich ganz ehrlich. Knallhart. Das war's dann für heute, Leute. Ich mache dann jetzt Schluss. Ich muss jetzt gleich nämlich noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich muss gleich noch weiter malen. Wie gesagt, ich hoffe, es war informativ. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen. Ich hoffe, das war visuell dann doch noch ansprechend genug, dass ihr das eine oder andere versteht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel um den heißen Brei erzählt und bin ein bisschen auf den Punkt gekommen auch und nicht zu sehr abgeschweift. Auf jeden Fall sonst, wenn ich abgeschweift bin, dann in der Form, dass es irgendwie noch verständlich ist. Und ja. Kennst du Animations-Apps fürs iPad? Ich hatte viele iPads am Anfang aufgelistet, aber natürlich erzähle ich dir jetzt gerne nochmal. Zum Beispiel Procreate kannst du benutzen fürs iPad zur Animation. Kann aber sein, dass es Geld kostet. Clip Studio Paint X. Kann aber auch sein, dass du, wenn du dir Clip Studio Paint X holst, musst du wahrscheinlich monatlich bezahlen. Kostenlos wäre wahrscheinlich Flipperclip. Da gibt es bestimmt noch weitere Software. Muss mal gucken. Animationssoftware einfach im App Store. Vielleicht findest du da ja was. Und dann probierst du mal die eine oder andere Software aus. Also dann probierst einfach mal mit rum. Dann wirst du schon sehen, was du damit machen kannst. Ach, alles gut, Haru. Ja, ich denke mal, das sind so Sachen, die sind relativ divers. Also ich meine, du kennst ja viele Aspekte, zum Beispiel vom Radbereich und so weiter. Und ein bisschen animiert hast du ja auch schon. Also ich glaube jetzt nicht, dass du jetzt zu viel verpasst hast. Ich denke mal, ein paar Sachen waren dir auf jeden Fall schon mehr als bewusst und bekannt. Shortcuts sind Tastaturbefehle, die dir deine Arbeit erleichtern. Ja, für die Shortcuts, da könnte ich zum Beispiel nochmal einen Stream zu machen im Endeffekt. Das ist aber der will ja auch nicht allzu lang sein. Also im Endeffekt benutze ich halt Shortcuts einfach nur, um mich auf meiner Timeline zu bewegen, so
so wie jetzt. Warte. Falsches Bild. Ja, yeah, auf meiner Timeline bewege ich mich hier von Zelle zu Zelle mit dem Shortcut Punkt und Komma. Das habe ich so eingestellt. Und ich kann mich genauso gut auch mit A und S bewegen. Dann bewege ich mich nur einmal pro Frame. Dann bewege ich mich nur jeden Frame. Ansonsten bewege ich mich mit Punkt und Komma von Zelle zu Zelle, wie ihr seht. Dann springe ich so ganz schnell von zum nächsten Frame. Also zum nächsten gezeichneten Bild quasi. Ja. Ja, dann benutze ich noch die Shortcuts, die allgemein aktiv sind. Wie zum Beispiel upsala. U. U ist nämlich dann das ist hier das gerade Linien-Tool, aber du kannst es natürlich ändern. Hier sieht man dann das Lasso-Füllen-Werkzeug, wird natürlich schön in Deutsch gezeigt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Bereich einfülle, wird er dann komplett mit der Farbe gefüllt, die ich gerade ausgewählt habe. So, also das ist wie so das Lasso-Tool, aber das füllt dann direkt die Farben ein. Okay, ich habe mich jetzt irgendwie 1000 Mal verklickt, weil ich hier blöd stehe. Ups. Ja. Okay. Also einmal U drücken, dann kommst du auf Lassen-Füllwerkzeug. Wenn du noch ein paar Mal mehr drückst, dann kommst du leider auf, also wenn du auf wenn du zwei oder dreimal drückst, dann kommst du leider auf das auf die Lineale und irgendwie diese Panels, die du nachher brauchst oder so, wenn du dir einen Manga machen möchtest. Ein bisschen blöd, also nur einmal U drücken. Das gleiche hast du quasi auch, wenn du P drückst, dann bekommst du den Pencil und auch den Füller quasi. Also wenn du zweimal P drückst, kommst du dann auf die andere Seite, dann bekommst du dann hier die Bleistifte und Pastell, während du hier die Marker und den Füller hast quasi im Endeffekt. Also die ganzen, das Ink. Weitere Tools, ja, sind dann für mich noch F7. Mit F7 tue ich einen neuen Frame, leeren Frame hinzufügen auf meiner Timeline. F5, damit tue ich einfach nur ein Frame hinzufügen, aber keinen leeren, sondern ich erweitere einfach nur die Länge von einer Zelle im Endeffekt dadurch, weil ich dann die Zelle wird dann für länger gehalten im Endeffekt. Ja, dann benutze ich noch Z für Undo, also wirklich nur Z, weil wenn ich immer Steuerung Z drücken muss, muss ich immer über die Scheiß-Tastatur greifen und ich breche mir immer halb den Arm dabei und dann denke ich mir, okay, das ist ein bisschen einfacher, wenn ich nur diesen einen Hotkey habe. Also habe ich das auf Z geändert. Ja, mit F4 kann ich das auf meiner Timeline reduzieren. Was habe ich noch? Ja, M ist nur ganz normales Lasso-Tool, das ist aber auch Standard. Ja, Punkt, Komma. Ja, halt zoomen mit Leertaste, zoomen, Control. Also Steuerung zum Zoomen, Leertaste quasi, um zu packen. Mit R kannst du das Bild drehen. Dann benutze ich immer hier habe ich meinen Navigator, heißt der. Wenn ihr den nicht finden solltet, der ist genau hier. Da könnt ihr da drauf drücken, dann taucht er auf, falls ihr den jetzt nicht direkt drin habt. Dann sehe ich dann immer hier, okay, wie sich mein Bild gerade bewegt, dann kann ich hier drauf drücken und dann wird er wieder auf die Rotation wieder auf 0 gesetzt. Dann ist er wieder direkt im Standard. Das ist der einzige Grund, warum ich das Fenster überhaupt benutze. Ist nur wegen diesem einen Button. Ja, hier auf der Seite habe ich dann meine Layer. So, der Ordner steht dann für die Zelle und in dem Ordner, beziehungsweise in der Zelle, können halt mehrere Layer drin sein. Das heißt, ich kann so viele Layer, wie ich will, da reinhauen. Dann kann ich halt auf tausenden Ebenen hier malen. Also ich kann dann hier einfach 20.000 Layer reinhauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das so gut seht, aber hier sind jetzt schon 19 Layer. Also bis Layer 19 geht das hier gerade hoch. So. Kannst du auf jeden Fall alles darin machen, dann kannst du dich auf dem Layer auch frei bewegen, wenn du mal was kolorieren willst oder so. Du kannst halt auch Vektor-Layer dann benutzen. Mit E benutzt du dann den Eraser und wenn du dann diesen Button hier drückst und du bist auf einem Vektor-Layer, kannst du halt den Vektor-Eraser benutzen. Also sagen wir mal so, ich habe jetzt hier einen Vektor-Layer. Ich mache jetzt hier eine Linie, richtig? Und jetzt benutze ich meinen Vector Eraser. Und dann siehst du wieder halt nur diesen einen bestimmten Teil, dieser eine bestimmte Teil der Linie weg erased. Und dadurch kannst du sehr cleanes Line Art sehr schnell machen. Also Vector Layer sind super hilfreich.
Davon gibt es eigentlich auch einen Stream und so weiter auf meinem YouTube-Channel. Ist leider in Englisch, aber ist eigentlich ein super einfaches Tool. Ist auch nicht wirklich schwer. Wie gesagt, du brauchst nur den Eraser. Gehst du einmal hier drauf, diesen Vektor-Eraser. Und dann kann der auf den Vektor-Layern quasi immer sehr sauber die Linien erasen. Ne? Mein Pen-Display ist mal, ich benutze ein Vakuum-Cintiq. Ich glaube, das ist das, was du gefragt hast, richtig? Ja, der Shortcut, die Sache ist mit dem Shortcuts, es ist ja nicht notwendig, dass du die unbedingt alle benutzt. Wenn du zum Beispiel bestimmte Buttons oder so hast auf deinem Tablet, kannst du die auch benutzen und die Shortcuts auf denen zuteilen oder so. Aber ich brauche einfach diese Shortcuts und die Tastatur, weil ich einfach, ich finde das so viel schneller. Ich finde das so produktiv, so, weil du kannst dann eben so klack, 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 mal eben das eine oder andere machen und so schnell es dann in der Software zu bewegen, macht dann auch echt Spaß. Natürlich, wenn ich dann verklick's, nervt dann immer ein bisschen, passiert. Aber ja. Also was für iPad wie Clip Studio, aber nicht monatlich. Ja, ich denke mal an Procreate bist du, glaube ich, ganz gut dran oder Flipper Clip. Genau, ja, Parasit Mimbab hat das auch gerade geschrieben. Also der gibt dir eigentlich da schon einen guten Tipp. Das sind gute Software, mit dem man auf jeden Fall gut starten kann. Ja. Eigentlich müsste man doch auf Procreate auch eine Timeline haben, oder? Oder müsstest du auf jeden Fall eine finden können. Dann geh mal durch die Tabs da oben durch. Irgendwo bestimmt findest du dann hier irgendwo Add Timeline oder sowas. Oder das ist halt eine extra Funktion, die man sich mit Geld kaufen muss. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich benutze Procreate gar nicht. Clip Studio ausschließlich. Das ist meine To-Go-Software. Damals habe ich Flash benutzt, Macromedia Flash 8, aber das kann man nur auf dem PC benutzen, auf Windows. Vielleicht gibt es das auch für Mac oder, aber ich denke jetzt nicht, dass ich glaube nicht, dass man das auf dem Mac benutzen kann, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt gleich fertig. Ich bin kurz vor Ende. Ja, mein Bro, der möchte jetzt gleich pennen, der muss morgen arbeiten. Deswegen muss ich nämlich auch gleich Schluss machen, Leute. Nein, nein, ich mache nicht mehr lang. Alles gut. Ja. Darüber hätten wir noch mal kurz geredet. Ja, das sind so die Hotkeys, die ich im Endeffekt benutze. Das ist eigentlich gar nicht mal so viel. Ich meine, ich konnte das ja innerhalb von ein paar Minuten zusammenfassen. Habe ich das sogar ein bisschen zeigen können. Ne? So. Wenn ihr euch auch wundert, welche Hotkeys dann quasi auf euren Tools drauf liegen, wenn ihr da drüber haltet bei Clip Studio Paint, werden euch die Hotkeys auch da in den Klammern dargestellt. Das ist zum Beispiel das Y für die Linien Correction oder hier hast du das Text Tool, das ist dann das T. Figur, also das U bzw. das Lasso Fill Tool. Ja. Hier wäre dann der Bucket Tool, ist dann die Fläche füllen, ist dann G. Muss man wohl zweimal G drücken. Weil ansonsten hast du nämlich den Verlauf, den Farbverlauf. Deswegen muss man da zweimal G drücken. Und deswegen ist das auch beides auf G zugeteilt. Dann gibt es noch Airbrush, wäre dann B. Also ist auch normale Brush Tool im Endeffekt. Müsste eigentlich das sein. Ja, mit B kommst du auch zum normalen Brush-Tool, dann hast du hier kräftige Wasserfarbe und so, dann kannst du kannst auch mit denen animieren, also ist auch egal, welchen Pen du benutzt, ne, und du kannst halt alle möglichen Brushes benutzen. Sei dir bewusst, wenn ein Brush ein Texture hat, also wenn ein Brush so richtig fancy ist und so, keine Ahnung, welche Muster und was weiß ich da alles drauf hat, kann es sein, dass die File, also deine Arbeitsfile, sehr schwer wird. Deswegen empfehle ich, keine Brushes zu nutzen, die zu krasse Texturen haben. Ne? Damit die Size von deiner File nicht zu dick wird. Und ich weiß ja nicht, wie gut dein PC ist, weil ab einem bestimmten Punkt, wenn du richtig viel an dem Ding gemacht hast und die Szene, sagen wir mal, du machst jetzt auch noch 10 Sekunden lang oder so und du hast gefarbene, kolorierte Hintergründe und all den ganzen Quatsch, dann kann es gut sein, dass es ein bisschen dauert, bis das gerendert wird. Eine letzte Sache noch, vielleicht auch eine Sache, die ich noch bei den Tools hätte erwähnen müssen.
Für Animationen, da gibt es halt zwei Sachen, die ihr auf jeden Fall in der Timeline aktivieren müsst, damit das halt flüssig spielt. Und das wären dann die Playback-Settings. Das wäre dann Play in Real-Time. Dann Prefer Speed und Render before Starting Playback. Also das, das und das. Ja, Loop Play habe ich halt immer an. Und Render 2D-Kamera heißt, wenn ich jetzt eine 2D-Kamera hinzufüge, rendert er die dann. Aber ansonsten, wie gesagt, das sind wichtige Funktionen, die ihr auf jeden Fall einstellen solltet, bevor ihr eure Animation abspielt. Ne? Dann wird das vernünftig abgespielt und vernünftig gerendert, bevor es spielt. Das heißt, dann ist da immer ein bisschen Zeit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Play drücke, dann braucht er eine Zeit lang, bis es rendert. Okay, braucht er jetzt nicht. Das ging relativ zügig. Liegt daran wahrscheinlich, weil die File-Size relativ klein ist und keine Kamera benutzt wird. Ja, das ist so ein Ding, da arbeite ich noch dran. Da wird noch ein bisschen rumprobiert und da spiele ich noch ein bisschen mit rum. Da werden noch ein paar Sachen werden dann noch schön smooth gemacht und so. Und dann werde ich die Animation schön sauber zeichnen. Ich habe ja hier schon ein paar Frames clean. Aber ja. Gut. Ja, ich denke, Procreate ist jetzt nicht die beste Animationssoftware. Ich denke, da ist man schon fast mit Flipperclip oder so schon fast besser bedient. Aber ich weiß nicht, ob man da jetzt auch das Timing da so sehr ändern kann. Notfalls muss er halt einfach die Zeichnung öftere Male kopieren, um das Timing natürlich von dem eigentlichen Frame da ein bisschen zu in die Länge zu ziehen. Mein Gott, aber Procreate klingt ja auch schon richtig kompliziert von den ganzen Sachen, die man dann machen muss. Ja, bei Clip Studio Paint bist du ohne Exzession auf 24 Frames limitiert. Deswegen sage ich ja auch ganz speziell Ex und schreibe das halt auch überall hin, ne? Flipnote ist eine super gute Software, die habe ich auch benutzt. Ich habe auch für den 3DS, ich habe da ein bisschen mit rumgespielt. Ein paar Animationen findest du auch noch auf meinem YouTube-Channel, wenn du in den älteren Videos nachguckst. Ja, das ist immer so mit den Softwares, da gibt es immer so viele Sachen. Ja, man könnte natürlich auch komplett ohne Timeline nur mit den ganzen Layers und so arbeiten und damit dann quasi eine Animation machen. Also man kann halt auch komplett im Photoshop animieren, indem man einfach ein Layer aufeinander legt und dann immer die Opacity runterschraubt vom vorherigen. Ist aber ein bisschen schwerer dann teilweise und du kannst dich nicht so frei bewegen zwischen den Layern, außer du hast die Hotkeys natürlich so ausgelegt. Gut, ich bin jetzt wirklich fertig, Leute. Es sind 3 Stunden um. Ich denke, jetzt ist mal wirklich Schicht im Schacht. Ich hoffe, ich habe alles, wie gesagt, nochmal gut angestriffen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich irgendwas vergessen habe oder ich hoffe, dass alles vernünftig rübergekommen ist. Und trotzdem auch nochmal sorry für das Missverständnis mit dem Stream, dass ihr nicht den Sakura-Buche-Dings da sehen konntet und ich habe die ganze Zeit vor mir hingelabert. Ach, ein bisschen Zeit da drauf gegangen. Schade. Wäre natürlich dann ein bisschen schön. Aber ich habe es ja nachher nochmal kurz nachgeholt. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend. Gucke ich nachher mal nach, Indigo. Und dann wünsche ich euch auch viel Glück, viel Erfolg. Ich hoffe, dass den meisten das hilft oder dass die irgendwo ihren Start finden. Und ja, falls ihr irgendwelche Leute kennt, die das in die Richtung machen wollen und ihr glaubt, das könnte denen helfen, dann würde ich natürlich dann euch bitten, das weiterzugeben. Schauen wir mal, wie viele Deutsche, begeisterte Deutsche wir zum Beispiel dann durch diesen Stream dann erzeugen können. Ne?
Okay. Viel Spaß, ne? Ciao, ciao.